Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Morgen an alle. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung. Sie heißt, und unsere Veranstaltung heißt auch moderne Tierhaltung, Potenziale für die Investitionen in der Ukraine. Diese Veranstaltung wurde vom APD organisiert. Danke für Ihre aktive Teilnahme, dass Sie sich an uns angeschlossen haben. Ich hoffe, dass wir heute ein interessantes Thema, ein Treffen, eine interessante Diskussion haben werden. Und natürlich arbeiten wir mit Ihnen in einem neuen Format, zum ersten Mal eigentlich. Und diese Konferenz Eurotier wird auch digital durchgeführt. Aber ich hoffe, trotz dieser technischen Herausforderungen gelingt es, um ein schönes und interessantes Treffen durchzuführen. Ich würde Sie bitten, alle aufmerksam zu bleiben. Erinnern Sie sich bitte dabei, dass wir alle unsere Mikros stumm halten sollen, wenn Sie nichts sagen wollen unter das Mikro. Und wir bitten Sie auch, Ihre Handys auszuschalten, damit Sie auch unsere Diskussion nicht stören. Und auf diese Weise können wir unsere technischen Möglichkeiten am besten einstellen. Und wir arbeiten auch über die Plattform. Unsere Veranstaltung wird auch gedolmetscht, simultan gedolmetscht. Und damit Sie das auch, diese Funktion nutzen können, Sie müssen also die entsprechende Mowa wählen. Und dann werden dann diese technischen Details erklärt. Die meisten Präsentationen sind bei uns auf Ukrainisch, aber wenn die ukrainische und dann muss man muss einfach den richtigen Kanal bei der Übersetzung, bei dem Dolmetschen wählen. Und so haben wir unsere technischen Momente besprochen. Noch ein sehr wichtiger Moment und vielleicht ist es der wichtigste Aspekt für Sie. Jetzt hat sich an uns ein breites Publikum angeschlossen und die daran interessiert ist, viele Fragen zu stellen. Und wie kann man eigentlich uns diese Fragen stellen? Wir haben so einen Chat, es liegt neben unserem Bildschirm, an dem Sie unsere Redner und mich sehen. Und wenn Sie Fragen schreiben, dann etwas fragen möchten, dann schreiben Sie das einfach in diesen Chat. Das ist die leitete einzige Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Aber ich hoffe, dass Sie mal diese Möglichkeit nutzen und dass Sie auch Ihre Fragen stellen, damit unsere Redner dass diese Fragen beantworten können. Das waren technische Fragen und jetzt können wir zum Inhalt übergehen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Maria Jeroschka. Ich bin die stellvertretende Leiterin des agrarpolitischen, des deutsch-ukrainischen agrarpolitischen Dialogs und wir freuen uns, dass wir heute diese Gelegenheit haben, so ein wichtiges Thema wie Tierhaltung anzusprechen. Für die Ukraine und für den Agrarsektor spielt die Tierhaltung auch eine große Rolle, Tierproduktion. Das ist auch ein großer Teil vom BIP, das ist auch ein Teil vom Export, das ist auch ein großer Teil von Arbeitskräften, die im Agrarsektor tätig sind. Und eine führende Rolle in unserem Agrarsektor spielt leider zurzeit nur Pflanzenbau. Die Tierproduktion entwickelt sich weiter und hat ihre Potenziale noch nicht ausgeschöpft. Eigentlich diese Potenziale, Entwicklungspotenziale, Investitionspotenziale möchten wir heute mit Ihnen besprechen. Wir haben diese Potenziale auszuschöpfen, aber dass irgendwelche Hindernisse stören uns, das zu machen und das besprechen wir heute. Wir haben auch die Chance zu nutzen, die wir jetzt haben. Das können auch und diese Chance können auch unsere ukrainischen Betriebe nutzen, aber auch die ausländischen Landwirtebetriebe. Und wir konzentrieren uns auf die Möglichkeiten für die Auslandsinvestoren heute. Unsere Redner, unsere Speaker, sie können uns heute ganz interessante Informationen vorstellen. In der Ukraine arbeiten wir schon seit langem, seit über 12 Jahren. Und in der Ukraine arbeiten viele internationale und aber auch deutsche Betriebe und Landwirte.
Und wir haben in der Ukraine auch viele verschiedene Projekte und wir haben auch ein bilaterales Programm vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und das ist ein wichtiges Zeichen. Das ist auch eine sehr wichtige Unterstützung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das zeugt davon, dass die deutsche Regierung uns unterstützen möchte, uns auch die deutschen Erfahrungen vorteilen möchten. Und dann möchte ich das erste Grußwort. Leider haben wir heute nur so eine Online-Übertragung und ich möchte jetzt zum Wort Herrn Uwe Feiler einladen. Das ist Parlamentssekretär des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Wir freuen uns, dass Herr Feiler auch die Zeit gefunden hatte, um seine Ansprache vorzubereiten. Sehr geehrter Herr Minister Letschenko, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin. Ihnen, lieber Herr Minister Letschenko, möchte ich herzlich zu Ihrer Ernennung zum Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine gratulieren. Ich freue mich sehr, dass Sie persönlich an der heutigen Veranstaltung des deutsch-ukrainischen agrarpolitischen Dialogs im Rahmen der digitalen Eurotier 2021 der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. teilnehmen. Das ist ein wichtiges Signal, denn unsere beiden Länder verbindet eine enge Kooperation im Agrar- und Ernährungssektor. Die Ukraine ist ein wichtiger Handelspartner für Agrarprodukte, Technik und Betriebsmittel für die Landwirtschaft. Das gilt speziell auch für die Tierproduktion, um die es bei der heutigen Veranstaltung gehen wird. Die Bundesrepublik Deutschland ist sehr an einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft in der Ukraine interessiert. Deshalb unterstützen wir Sie, unsere Ukraine-Programms mit verschiedenen Projekten. Der Stellenwert, den die Ukraine für uns einnimmt, zeigt sich vor allem in der Vielfalt der Themen und Formate unserer Kooperation. Da engagieren wir uns in keinem anderen Land Osteuropas so stark wie in der Ukraine mit unseren langfristig ausgelegten bilateralen Zusammenarbeit. Wir sehen viele positive Entwicklungen. Die Ukraine hat nach dem Abschluss des EU-Ukraine-Assoziierungsabkommens und Freihandelsabkommens grundlegende Reformen in Angriff genommen. Sie kann im Agrarsektor vor allem bei der Entwicklung der Pflanzenproduktion und der Exporte von Agrarstoffen sichtbare Erfolge vorweisen. So trägt der Agrarsektor inzwischen über 40% zu den ukrainischen Exporterlösen bei. Und auch unser bilateraler Handel hat sich sehr erfreulich entwickelt. Deutschland ist der siebtgrößte Importeur ukrainischer Agrarprodukte. Sehr geehrte Damen und Herren, was gut ist, kann immer noch besser werden. Vor allem sehen wir weitere große Potenziale bei der Entwicklung der Tierproduktion. Auch hier sind wir gerne bereit, Sie zu unterstützen. Und auch unsere deutschen Hersteller von Tierhaltungssystemen stehen bereit, Sie mit moderner Technik und zukunftsweisenden Systemen zu unterstützen. Denn die Frage, wie Tiere gehalten werden, wird für die Verbraucher immer wichtiger in Deutschland und in Europa. Auch die Diskussionen zur Tierhaltung innerhalb der Europäischen Union sind für die Ukraine von Bedeutung. Denn der europäische Markt wird durch das Freihandelsabkommen immer wichtiger. Wir haben während der deutschen Ratspräsidentschaft das Thema einer EU-Tierwohlkennzeichnung auf die Tagesordnung gesetzt. Und auch national arbeiten wir an einem stetigen Ausbau des Tierwohls. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn die Ukraine jetzt neue Kapazitäten in der Tierproduktion aufbaut, haben Sie die Chance, sich von Anfang an auf moderne europäische Tierwohlstandards einzustellen. Moderne Tierhaltung heißt vor allem auch mehr Tierwohl. Hier bietet die Digitalisierung schon heute viele Möglichkeiten in der Haltung für mehr Effizienz und mehr Tierwohl. Sehr geehrter Herr Minister Letschenko, Sie werden heute noch über vorrangige agrarpolitische Reformvorhaben berichten. Neben den aktuell geplanten weiteren Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die Tierproduktion in der Ukraine stehen auch die neuen Regelungen zur Entwicklung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes ganz oben auf der politischen Agenda. Für die Landwirte ist das von außerordentlicher Bedeutung. Denn auch das muss klar sein, wer langfristig in den Agrarsektor investiert, braucht rechtssichere Rahmenbedingungen als dauerhafte Perspektive. Das gilt auch für die nachhaltige Nutzung unserer wichtigsten Ressource, den Boden. Daher freue ich mich in diesem Zusammenhang, dass auch Vertreter aus der Tierproduktion in der Ukraine von ihren Erfahrungen berichten. Für uns ist natürlich auch interessant, wo sich Möglichkeiten für weitere Investitionen aus Deutschland
Deutschland in der ukrainischen Tierhaltung bieten. Und schließlich hoffe ich natürlich, dass die Anregungen unserer Vertreter aus der deutschen Wirtschaft für Sie, unsere ukrainischen Partner, hilfreich sind. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und bin sicher, dass sich unsere wirtschaftlichen Beziehungen auch weiterhin positiv entwickeln. Herzlichen Dank. Herr Feiler hat ganz wichtige Themen angesprochen. In erster Linie danken wir sehr, dass im Rahmen der bilateralen Kooperation wirklich so einen hohen Maßstab hat. Also das ist sehr gut und das unterstützt ebenfalls mal so die ukrainische Seite und wird von der ukrainischen Seite auch unterstützt. Die Tierproduktion, spricht man diese an, da stellen sich sehr viele Herausforderungen. Herr Faller hat mal so von dem Wohlstand der Tiere, von dem Wohl der Tiere, Tierwohl gesprochen, von der Digitalisierung gesprochen. Also das ist natürlich nicht neu für unsere Tierproduktion, aber das sind auch unsere zusätzlichen Herausforderungen. Auch die Eröffnung des Bodenmarktes, das ist ebenfalls eine ganz wichtige Frage, die heute in der ukrainischen Gesellschaft aktiv besprochen wird. Wir haben ebenfalls davon gehört, dass stabile Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen. Und wir sind alle zutiefst überzeugt, dass damit Institutionen kommen sollten, seien es ukrainische Institutionen oder ausländische Institutionen, diese stabilen Rahmenbedingungen sind unabdingbar. Ich glaube, wir werden heute auch im Rahmen der heutigen Diskussion darüber noch ausführlicher austauschen können. Aber bevor wir zu unserer nächsten Frage kommen, möchte ich mal bei diesem Moment ganz herzlich unseren Mitveranstaltern danken. Nur in Zusammenarbeit mit der DLG war es möglich, diese Veranstaltung auszutragen. Wir danken Frau Olga Hunger für ihre Unterstützung und in diesem Kontext laden wir ebenfalls Herrn Alex Lisica zu seinem Grußwort ein. Er ist Co-Vorsitzender des Länderarbeitsgruppes für Osteuropa. Herr Lisica, Sie haben das Wort. Dankeschön, sehr geehrter Herr Minister Leschenko, lieber Roman, sehr geehrter parlamentarischer Staatssekretär, Herr Feiler, sehr geehrte Besucher und Aussteller der Eurotier Digital. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zahlreich begrüßen zu dürfen im Namen des DLG-Länderarbeitskreises Osteuropa. Dieses Gremium wurde im Jahr 2018 gegründet, um den Austausch von Fachwissen unter den landwirtschaftlichen Praktikern, Agribusiness-Vertretern, Beratern, Wissenschaftlern über die Themen, die für die Länder Osteuropas relevant sind, zu fördern. Ganz herzlichen Gruß geht auch natürlich an meine Kolleginnen und Mitglieder unseres Länderarbeitskreises aus Belarus, Kroatien, Deutschland, Polen, Kasachstan, Russland und der Ukraine natürlich. Wir vertreten unterschiedliche Agrarbranchen, arbeiten in unterschiedlichen Ländern, aber benutzen die Plattform, um den Fachaustausch zu fördern und entsprechend auch das Wissen, was wir in einzelnen Ländern haben, erfolgreich in die agrarwirtschaftliche Praxis umzusetzen. Der DLG-Arbeitskreis konzentriert sich, wie gesagt, auf Osteuropa und das ist auch ein von 50 Fachausschüsse, die auch von der DLG moderiert werden und entsprechend koordiniert werden. Als regionales Gremium arbeiten wir gerne mit verschiedenen DLG-Fachausschüssen in unterschiedlichen Themen. Nur zum Beispiel vor einigen Wochen haben wir auch das Thema, was auch sehr wichtig ist aus unserer Sicht, Plant-Based Protein bzw. Plant-Based Milk aufgegriffen und auch detailliert besprochen. Die Themen, die wir aufgreifen und die wir intern diskutieren, die sind auch wegweisend. Und da freue ich mich natürlich, dass wir heute auch wiederum über die Tierproduktion in der Ukraine reden. Diese Veranstaltung wird, wie gesagt, zusammen mit dem deutsch-ukrainischen agrarpolitischen Dialog organisiert. Und da möchte ich mich an der Stelle natürlich an die Kollegen von APD Ukraine bedanken, insbesondere an Herrn Sasse, aber auch an Frau Jaroschko für eine tolle Organisation. Herzlichen Dank. Tierproduktion ist ein Betriebszweig, der nicht nur erhebliche Investitionen erfordert. Das wurde schon mehrmals heute betont. Diese Investitionen, die lassen sich auch refinanzieren über etwas längeren Zeitraum als in der Pflanzenproduktion. Das ist auch keine Neuigkeit.
Und das ist natürlich auch ein Betriebszweig, der auch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Insbesondere, wenn wir jetzt an die Krankheiten denken, wie BSE, aber auch Vogelgrippe, wie zum Beispiel auch afrikanische Schweinepest, die auch sehr stark die Ukraine betroffen hat über die letzten Jahre. Natürlich, eine Sache ist dann auch Tierwohl, andere Sache ist das Konsumentenverhalten. Ich habe das angesprochen bereits, dass auch weltweit die Konsumenten eher präferieren wollen, unterschiedliche Ersatzproteine, wie zum Beispiel auch Plant-Based Protein und entsprechend Plant-Based Milk, was ich ja genannt habe. Das heißt natürlich, dass auch noch ein stärker werdender Druck seitens der Gesellschaft kommt, die Landwirte dazu bewegt, neue Strategien zur Steigerung des Tierwohls und der Verminderung der Emissionen zu entwickeln. Da kann ich nur als Namen sagen, Greta, und da wissen wir schon, worum es geht. Die spricht alles dafür, dass die Investitionsentscheidungen, die in der Tierproduktion besonders vorbereitet werden müssen, um alle die genannten Punkte halt bestmöglich zu berücksichtigen. Ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sagen, wir haben vor 3 Jahren eine Milchfarmanlage komplett modernisiert im Norden der Ukraine für 1200 Milchkühe. Das hat schon viel Geld gekostet. Und wir wissen auch, dass es im Unterschied zur Pflanzenproduktion mehr als 10 Jahre dauern wird, bis das Geld sich refinanzieren lässt. Auf der anderen Seite, was wir natürlich auch sehen, das sind auch etliche erhebliche Probleme, die man auch in der Tierproduktion heutzutage in der Ukraine merkt. Und ich denke, das ist auch eine gemeinsame Aufgabe der ukrainischen Wirtschaft, aber auch der Politik. Und da rede ich natürlich nicht nur über die Verbesserung von Rahmenbedingungen, die ja schon 2-mal, 3-mal angesprochen worden waren. Und da denke ich mal, dass Herr Leschenko darauf eingehen wird. Ich hätte aber auch natürlich das Wissen bzw. das Fehlen der Fachpersonal, was wir auch zum Teil als Riesenproblem betrachten haben. Und das ist natürlich auch gerade in ländlicher Bevölkerung. Eine Milchviehanlage zu bauen, heißt es im Grunde genommen, Geld investieren in die Tiere bzw. in Gebäude. Auf der anderen Seite, wir müssen uns auch überlegen, dass wir auch das Geld investieren müssen, eigentlich in die Köpfe. Wir haben zu der Form, was ich ja bereits genannt habe, im Norden der Ukraine an der Grenze zu Belarus, wir haben Geld investiert und dann haben wir festgestellt, es gibt kein Fachpersonal. Da müssen wir aus der Westukraine die Fachleute bringen und entsprechend halt auch ein Mini-Hotel bauen lassen, entsprechend eine Cafeteria, was auch noch dazu führt, dass wir erhebliche weitere Kosten brauchen, um einfach mal die Milchviehanlage komplett zu organisieren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die nicht nur von der Wirtschaft beantwortet werden soll, sondern auch von der Politik. Wie gehen wir weiter mit der Agrarausbildung, mit Fachleuten, mit ländlichen Entwicklung? Und das sind die Fragen, die ich wahrscheinlich auch hören möchte von Herrn Landwirtschaftsminister der Ukraine. Begrüße natürlich sehr herzlich Roman Leschenko, ist vor kurzem abgetreten und bestellt worden vom Parlament. Es ist eine Riesenaufgabe, das neu gegründete Ministerium wieder auf die Beine zu stellen. Da wünsche ich dir, Roman, auch viel Erfolg und da kann ich dir zusichern, unsere Unterstützung ist auf deiner Seite. Wir werden dir helfen, bei dieser Mammutaufgabe auch erfolgreich zu sein. Freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Bist bei unserer Veranstaltung und da bin ich auch natürlich gespannt auf deinen Vortrag. Gespannt bin ich auch auf die Beiträge, den Vertretern von Fachverbänden der Milcherzeuger und Milchverarbeiter sowie Schweinehalter von Frau Lavrenyuk, Herrn Czagarowski und Frau Jutschenko. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, halt zu hören, wie sieht es momentan aus in jedem einzelnen Bereich, wie zum Beispiel die Schweineproduktion oder auch die milchverarbeitende Industrie, was Herr Czagarowski vertritt. Nun natürlich auch ganz wichtig, dass die Erfahrungen aus der Praxis kommen. Und da freue ich mich besonders, Herrn Kees Hutzin dazu begrüßen, ein holländischer Landwirt, der in der Ukraine im Tscherkasse-Gebiet tätig ist. Und der ist auch super erfolgreich mit seinem Modell der vertikal integrierten Landwirtschaft in Produktion. Und jetzt baut er noch ein Kooperativ auf. Da würde ich mich sehr freuen, Kees, von dir zu hören, was sind die Perspektiven gerade in dem Bereich in der Ukraine. Nun, natürlich gibt es nicht nur Erfolge, gibt es auch Schwierigkeiten. Da würde mich auch sehr freuen, wenn wir auch über diese kalt offen sprechen können.
Herr Pavlo Krajnik wird seine Erfahrungen als Vertreter der Agrarindustrie mit uns teilen. Und da freue ich mich natürlich auch, seine Worte dazu zu hören. Also ich bin mir super sicher, dass wir heute eine sehr interessante Veranstaltung haben werden. Ich wünsche allen viel Erfolg, ich wünsche allen einen offenen Meinungsaustausch und ich wünsche uns Landwirten ein sehr erfolgreiches neues Agrarjahr. Also guten Start und danke nochmals für die Einladung und viele Grüße an die beiden Organisatoren, die DLG und AP der Ukraine. Danke. Danke, Herr Lisice, dass Sie auch hier die Herausforderungen erwähnt haben, die dann sehr wichtig für die Ukraine sind, wie zum Beispiel diese Frage des Fachpersonals für den Agrarbereich. Ich glaube, dass wir dieses Thema heute unbedingt noch einmal ansprechen im Rahmen unserer Diskussion und dann haben wir noch die Gelegenheit, das ausführlicher zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Begrüßung. Sie haben dann schon teilweise meine Arbeit erfüllt, weil Sie auch unsere Redner vorgestellt haben. Wir erwarten heute die Präsentationen von unseren Fachverbänden, von Frau Oksana Jurchenko, von dem Generaldirektor, der Generaldirektorin von und weit der Leiter des Verbandes der milchverarbeitenden Industrie, Leiter und auch der stellvertretende Jusera, der stellvertretende Geschäftsführer von Jusera Ukraine und Cornelius Jusinka. Aber bevor wir zu diesen Fachdiskussionen, zu dem Fachbestandteil übergehen, dann wird es uns auch interessant sein, den ersten Bericht zu hören, und zwar den Bericht von Herrn Roman Leschenko, dem Minister der Ukraine für Agrarpolitik und Ernährung. Und vielleicht nicht alle kennen diese Geschichte mit diesen vielen Veränderungen, mit unserer Agrarpolitik, mit unserer Agrarsteuerung. Ende 2019 zum Beispiel wurde beschlossen, dass das Agrarministerium an das Wirtschaftsministerium angegliedert werden soll. Und über ein Jahr haben wir ohne das Ministerium für Agrarpolitik gearbeitet. Wir arbeiteten wieder mit dem Wirtschaftsministerium. Wir setzen diese Zusammenarbeit natürlich fort. Aber Ende des Vorjahres, fast vor dem Neujahr, vor dem Silvester, wurde auch beschlossen, wieder das Ministerium für Agrarpolitik wieder aufzubauen. Und Herr Leschenko wurde zum neuen Minister bestellt. Und jetzt haben wir jetzt so eine Gelegenheit, so eine Möglichkeit, Herrn Leschenko zu begrüßen und wir gratulieren ihm und wünschen ihm viel Erfolg. Und das ist eine sehr komplizierte Sache. Er muss dann sehr viele Herausforderungen überwinden. Und die Experten haben das schon angesprochen und es werden dann weitere aufgeführt und das müssen sie alles mal bekämpfen und überwinden. Also bitte schön, Herr Leschenko, wir laden Sie zum Wort ein und wir hoffen, dass wir von Ihnen die wichtigsten Momente hören, welche Visionen wir haben, wie sehen Sie die weitere Entwicklung der ukrainischen Tierproduktion sehen. Schönen guten Tag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Also bin ich gut zu hören, ja? Ich danke für diese Einladung und dann, da ich kann hierher auch Probleme mit der Verbindung haben, ich bin jetzt auf einer Dienstreise in den Vereinigten Emiraten und da gibt es auch Probleme mit Zoom und mit Videoübertragung, da kommt es wieder, dass etwas geblockt wird. Aber ich versuche mich ganz kurz zu fassen, um meine Positionen darzustellen. Erstens, für uns ist es sehr wichtig, dass die Vernunft, der nüchterne Verstand schon gewonnen hat und ein Fünftel des BIPs der Ukraine und die Hälfte der Exporteinnahmen werden ja im Agrarsektor der Ukraine verdient und deswegen ist es richtig, ein extra Ministerium zu haben. Und weil das Ministerium an das Wirtschaftsministerium angegliedert wurde, haben wir sehr viel an Möglichkeiten und an Erfahrungen
Erfahrungen verloren, die das Agrarministerium hatte. Es ist sehr kompliziert, ein neues Ministerium aufzubauen. Wir haben da viele bürokratische Hürden, aber trotzdem sind wir absolut optimistisch gestimmt und am 1. März können wir schon die Arbeit vom Ministerium aufnehmen. Das sind unsere Pläne mindestens. Das größte Problem liegt darin, dass das Ministerium schon fast aufgelöst wurde. Und im Januar 2020 sollte dann das Ministerium endgültig aufgelöst werden. Und im Dezember wurde auch politisch beschlossen, dass diese Auflösung gestoppt werden soll. Und deswegen wurden dann entsprechende und deswegen wurde auch der Minister bestellt und jetzt muss das Ministerium neu organisatorisch wieder aufgebaut werden. Und unter solchen Umständen möchte ich mal einen Bericht und mitteilen, was die Tierproduktion angeht. Hier haben wir eine sehr schwierige und komplizierte Situation. Wenn wir die analytischen Angaben des staatlichen Statistikdienstes der Ukraine mal nehmen für 2020, dann müssen wir, dass der Wachstum oder 87% betrug und für den Index der Tierprodukte oder die Produkte der tierischen Tierhof betrugen dann 93% im Vergleich zum Vorjahr und das ist auch ein großes Problem. Und wenn wir dann die Produkte der Tierproduktion besprechen, also und dann 2020 mit 2019 mal vergleichen, dann beobachten wir den Rückgang fast in allen Branchen der Tierproduktion. Wenn wir schon dann den Tierbestand besprechen, dann beträgt der Rückgang um 1,1%. Eiproduktion, der Rückgang macht dann 1,9% aus. Und bei Milch haben wir hier eine kritische Situation. Der Rückgang betrug über 4%. Rinderbestand 5,4%. Und Schweinebestand fast 3%. Schafenbestand schon 3%. Bei der Geflügelproduktion beobachten wir auch den Rückgang im Vergleich zu 2019 um 7%. Die Politik, die staatliche Politik im Bereich der Tierproduktion und Verarbeitung 2020 über 1 Million wurde reichte dann so circa 1 Milliarde Hryvnia nicht aus, weil diese Subventionen, diese Entschädigungen, die ausgezahlt wurden, darunter auch für die Entschädigung für den Bau der Viehhaltungsanlagen, Da wurden nur 30 Millionen Hryvnia vorgesehen und das wurde alles aus den Bankkrediten entschädigt und dieser Bankanteil war einfach sehr klein, so circa 70 Millionen Hryvnia. Und wenn wir dann die staatliche Förderung der Tierhaltung besprechen würden, dann reichen so ein Volumen, reichen solche Umfänge gar nicht aus. Sogar wenn wir noch in Rücksicht ziehen, dass 300 Millionen Hryvnia im vorigen Jahr schon für die Entschädigungen ausgezahlt wurde. Aber das ist zu wenig und im Staatshaushalt für 2021 wurde auch so ein Ausgabenfonds vorgesehen, für die Agrarprodukte und 4,5 Milliarden Hryvnia vorgesehen, obwohl die Entschädigung für die Agrarproduzenten soll mindestens 1% vom BIP betragen nach geltenden Gesetzen der Ukraine. Es sollen dann dementsprechend so circa 9 Milliarden Hryvnia sein. Und in diesem Jahr wir verstehen, wie kritisch die Situation in den Ausgaben in der Tierhaltung ist und wir haben vor, die Investitionen in die Tierhaltung zu steigern und durch die Umlagen eigentlich, um die Umlagen dieser Förderungen und wir versuchen dann,
Wir möchten in erster Linie diese Tierhaltungsanlagen investieren. Wir möchten uns auf die Tierhaltung, Tierproduktion konzentrieren, damit auch die Futter gekauft wird. Und natürlich, wir möchten noch auch den Zinssatz im Bereich der Tierhaltung entschädigen. Und insgesamt sind, wenn wir schon die Tierhaltung besprechen, dann haben wir so noch dieses Problem dauert schon seit langem an, dass diese Situation entstand in den letzten Jahrzehnten und nicht nur 2019, 2020. Wenn wir die Angaben für die letzten 10 Jahre mal betrachten, dann sehen wir, der Milchproduktionsrückgang setzt sich immer fort. Das bezieht sich auf den Tierbestand und dieser Trend wird dann jedes Jahr beobachtet. Und da haben wir auch ganz hohe Amortisationsfristen, ne? Und das führt auch dazu, dass wir nach allen Branchen in der Tierproduktion wichtige Hebel für unsere Entwicklung verlieren. Und besonders kritisch ist die Situation Rinderglied. Seit 2011 hatten wir so einen Export, dass wir auch diese dass das Ungleichgewicht der Import-Export dann immer wieder schlecht. Wenn wir 2010 395 Tonnen Vieh exportierten, dann 2019 exportierten wir schon 106 Vieh. Bestand. Und das bedeutet, dass der Staat unseren Binnenmarkt nicht schützte und arbeitet daran nicht und hat und eröffnet unseren Markt für die Exporte. Und in hochentwickelten Ländern ist dieses Problem der hochwertigen Fleischressourcen. Dafür gibt es auch so eine einheitliche und umfassende staatliche Politik für die Entwicklung und für die Förderung der Tierproduktion. Und es geht in erster Linie um die Versorgung des Binnenmarktes. Und wir haben jetzt fast keine, wir beobachten zurzeit fast keine Entwicklung der großen Viehanlagen. Die Situation liegt jetzt außer Kontrolle. Und das sind natürlich Probleme, die auch mit wirtschaftlichen Faktoren verbunden sind. Alles, was wir hier in der Tierhaltung erleben, wie auch als ein Praktiker im Agrarbereich, bevor ich in der staatlichen Verwaltung gearbeitet habe, habe ich auch früher in der Tierhaltung gearbeitet. Wir investierten auch sehr viel in Milchproduktionsanlagen. Und das zeigt uns mal in der praktischen Ebene, dass wir zum Stand 21 wir eine sehr hohe Selbstkosten für Futter haben. Also, und die Refinanzierungssätze sind sehr hoch. Wenn wir zum Beispiel von der Finanzierung über europäische Institutionen sprechen, sind da auch Kreditzinsen sehr hoch. Die Tierproduktion, sei es Schweinezug, sei es Milchproduktion, oder Fleischproduktion sehr verlustbringend ist und sehr kompliziert ist. Und da soll es nur über hochtechnologische Farmen gehen, mit sehr hoher Rentabilität und mit gut ausgebildetem Fachpersonal. Nur dann kann es gelingen. Und da haben wir ein großes Problem. Wenn wir analysieren oder auswerten, warum wir diese Probleme bekommen, dann ist es in erster Linie veraltete materielle Bedingungen, materielle Basis. Und es gibt unterschiedliche Agrarier, es gibt unterschiedliche Unternehmen und ich muss gestehen, also die meisten Tierproduktionskomplexe, die im Bereich unserer statistischen Erfassung drin sind, die arbeiten unter sehr überholten technologischen Bedingungen. Sie nutzen alte, noch sowjetische Ställe, die überhaupt keinen Normen entsprechen.
mit einer sehr niedrigen Wirtschaftlichkeit, mit schlecht ausgebildetem Personal. Und die Investitionen in diesem Bereich werden nur von großen Agrarholdings vorgenommen, auch mal also von mittleren Unternehmen, die leistungsfähig sind, die bereit wären, auch mit Payback-Periode von 7 bis 10 Jahren zu warten. Eine weitere Problemfrage sind auch hohe Kosten für verschiedene Mittel und auch die Gesetzesbasis ist ja nicht vollkommen. Es gibt unterschiedliche Mittler zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und auch Endverbrauchern. Also wir arbeiten an den Rahmenbedingungen weiter. Wir haben auch ein Gesetz über die Tiermedizin auch zuletzt verabschiedet und haben dann Korruptionsrisiken dadurch auch abgebaut, aber auch die Rolle der Mittler dann ebenfalls mal so reduziert. Und wir werden weiterhin an der Gesetzgebung weiterarbeiten, um diese überholten Ansätze loszuwerden. Das größte Problem, das wir heute erleben, ist die Pflanzenzucht und insbesondere unter den extremen Preisen für Mais, Sonnenblumen, Weizen, Gerste, dann konzentrieren sich mal so die Landwirte auf den Export von Getreidefrüchten. Da gibt es das sind hohe Gewinne zu erwarten und jeder Agrarier rechnet natürlich jeden Pfennig pro Hektar und sieht keinen Zweck, sieht keine Zweckmäßigkeit, eben die Tierproduktion zu entwickeln oder darin zu investieren. Und die Analyse, die wir durchführen und effektiv auch mal daran jetzt arbeiten, das ist ebenfalls der Verlust von Fleischressourcen durch Jungtiere, durch fehlende Jungtiere im Rinderbereich. Und die materiellen technischen Ressourcen, mitteltechnische Ressourcen, fehlende Unterstützung des Staates, fehlende Unterstützung vor Ort, ohne dabei wissenschaftliche Ansätze zu integrieren, also werden wir kaum Möglichkeiten haben, also unsere Tierproduktion jetzt auf die Beine zu bringen. Und wir haben ein komplettes Aktionsprogramm bis zum Jahre 2030 verabschiedet und die höchste Priorität ist das Zielprogramm für die Entwicklung der Tierproduktion bis zum Jahre 2030. Warum brauchen wir dieses komplexe Aktionsprogramm? Wieso brauchen wir diese Visionen bis zum Jahre 2030? Also die Hauptsache und unsere Aufgabe ist es, den Bestand zu erhöhen, den Milch- oder den Fleischbestand zu erhöhen, insbesondere auch in industriegeführten Unternehmen. Solche Ansätze gibt es auch in Nordamerika zum Beispiel. Der Weg zur Erhöhung der Ernährungsproduktion von Fleisch und Milch über familiengeführte Unternehmen, über die Landwirte ist ebenfalls möglich. Aber das erfordert sehr ernsthafte Investitionen, punktuelle Investitionen und auch die Kontrolle über die Produktion selbst. Und wie auch mal so die entsprechende Preisbildung. Das ist ja kein Geheimnis. Die Milchpreise heute sehr niedrig sind, verwandelt sich zu den hohen Kosten. Erleben also die Landwirte hohe Verluste und die Bestände werden einfach vernichtet. Wenn wir über die Erhöhung der Bestände bis zum 32 reden, dann sollten wir in erster Linie starke Industrieunternehmen ansprechen. Die Agrarier werden dann weiterhin dann über ihre Erfahrungen berichten. Was die Schlüsselposition angeht, das ist die Frage des Genofonds. Und wir sollen da vermerken, dass in den letzten 30 Jahren die Akademie der Agrarwissenschaften als eine führende Institution des Staates, die eigentlich berufen ist, die Entwicklung des Genofonds zu betreiben, um eben
die durchschnittliche Jahresproduktion zu erhöhen, also führt diese Arbeit jetzt praktisch nicht. Es gibt kaum Erfolge in diesem Bereich und daher sollen wir jetzt objektiv davon ausgehen, dass der Genofond und die Rassenarbeit, da sollen wir die besten Praktiken übernehmen und die besten Erfahrungen von unseren europäischen Partnern, von unseren amerikanischen Partnern. Dafür haben wir ein staatliches Programm angelegt. Also das war schon erfolgreich 2019, 2021 erweitern wir dieses Programm auf 1,5 Milliarden, um die Rassenproduktion auch zu kompensieren und auch die Zollerleichterungen einzuführen, um die Ukraine mit einer qualitativen Rassenmaterial zu versorgen. Die nächste Vision, Rekonstruktion von Tierhaltungskomplexen. Also da gehen wir davon aus, dass eine starke Förderung angeboten werden soll im Bereich Stromanschlüsse, zum Beispiel in der Schaffung mal wirtschaftliche Objekte mit den Sonderbesteuerungsverfahren zum Beispiel. Sie wissen, dass das Parlament die Steuersätze jetzt bis auf 14% gesenkt hat. Unsere Ambition ist es, diesen Steuersatz nochmals auszuwerten und einen komplexeren Ansatz zu betreiben, dass bis zur Phase des Absatzes in dieser Kette ebenfalls dieser gesenkte Steuersatz geltend ist. Wenn wir von der Produktion mit einem hohen Mehrwert sprechen, dann sollten hier ebenfalls Investitionen einbezogen werden, insbesondere von unseren internationalen Partnern. Wir haben ein Verständnis seitens unserer internationalen Partner, die bereit sind, in die Schweinezucht, in die Milchproduktion Geld einzulegen. Die Fragen der ökologischen Kennwerte, der ökologischen Auflagen, Green Deals, das sieht alles mal so ganz andere Ansätze in der Tierproduktion mit Einbehaltung von hohen technologischen Standards vor. Und für die Ukraine ist eine Chance für die weitere Entwicklung. Aber die Kommunikation mit unseren internen Partnern, also dabei werden diese Fragen immer ganz genau aufgeworfen. Die Landreform, der Schutz der Eigentums, das ordnungsgemäße Gerichtssystem, Investitionssicherheit, Kapitalausfuhr sowie auch normale Arbeit von Behörden, insbesondere von Kontrollbehörden, die in ausländischen Investitionen keine Angst einfließen lassen, sondern mal so mit ihnen zusammenarbeiten. Also das sind ebenfalls mal so ganz ernsthafte Aufgaben. Was die Entwicklung angeht, gibt es eine Frage, wie wir diese Entwicklung sehen? Das Wichtigste für uns sein, die komplexen Rechtsvorschriften anzunehmen. Und neben der industriellen Entwicklung sollen wir ebenfalls individuelle Unternehmen, Landwirtunternehmen weiterhin fördern. Wir werten jetzt mal diese Erfahrungen in der EU aus und sehen, dass diese Variante, diese Balance zwischen der Entwicklung der Industriewirtschaft und zwischen der Entwicklung der Landwirte kann eine gute Grundlage sein, um wenn zum Beispiel die agrarlogistischen Prinzipien eingehalten werden, am Beispiel davon, wie das unsere Partner in Polen, in der Slowakei und Slowakien, in Ungarn auch umsetzen. Spricht man seitens der Prioritäten, sehen wir die Problematik über
die Befriedigung meines Sudan, des Landes mit hohen qualitativen Fleisch- und Milchprodukten, Rinderprodukten als Alternative und als Sicherung einer gesunden Lebensweise. Der Verbrauch des Rindfleisch ist bei uns so enorm niedrig, es ist ganz nicht normal, gar nicht normal, also solche Kennwerte, den Verbrauch mal so einen europäischen Staat zu haben. Diese Problematik ist für uns wichtig, ohne entsprechende elektronische Identifikation, ohne die Entwicklung in der Digitalisierung, in der Tierproduktion, werden wir natürlich keine Standards einhalten können. Und das ist für uns ebenfalls eine Frage, auch mit der Sportslujba, das heißt mit dem staatlichen Ernährungsdienst, das Tierwohl ebenfalls zu sichern. Was die Entwicklung der modernen Technologien angeht, da sollten natürlich in erster Linie klimatische Bedingungen berücksichtigt werden. Und das, was wir sehen und was für uns prioritär ist, die Reformen des Ausfuhrzolls bezogen auf das Lebensgewicht. Dabei soll der Zollsatz in Höhe von etwa 50% festgelegt werden, und auch für Jungtiere, für Rinderjungtiere soll der Satz auch ebenfalls gesenkt werden. Ein weiterer Weg zur Entwicklung sehen wir in einem 10-Jahres-Zyklus mit Hilfe von staatlichen Subventionen für die Entwicklung der Jungtiere. Also das soll ein nachhaltiges Haushaltsprogramm sein, abgesehen von der Regierung oder von dem Wechsel der Regierung. Das 10-jährige Programm soll zu verstehen geben, dass diese Subventionen im Haushalt nicht verändert sein sollen. Für die weitere Förderung der Tierproduktion wollen wir extra Subventionen vorsehen, insbesondere für Landwirte und für familiengeführte Betriebe sowie auch für die Genossenschaften. 2020 haben wir ein historisches Gesetz über landwirtschaftliche Genossenschaftswesen verabschiedet, und wir haben diese zugelassen, ebenfalls Subventionen zu erhalten. Und diese Sondersubventionen gibt es auch für die. Und diese Unternehmen sollen ebenfalls stabil von diesen Subventionen Gebrauch machen, um die Produktion von qualitativen Milch sicherzustellen. Ein weiteres Haushaltsansatz ist die Förderung von Fleischkälbern, die Entschädigung der Kosten für die Entwicklung der Rassenressourcen. Es geht vom Sperma und Embryonen und Subventionen für Mutterschweine der lokalen Rasse. Das sind alles die Maßnahmen, die einen guten Anstoß zu der Entwicklung schaffen können. Spricht man jedoch offen, also die Analysen, die unser Team für die letzten 20 Jahre vorgenommen hat, dann gibt es keine Wunder. Und dann sollen wir aufrichtig reden, wie es der Fall ist. Also die Tierproduktion in den letzten 20 Jahren war verlustbringend. Und diese Ebene der Subventionen, die hat sich ebenfalls ständig verändert und war sehr diskriminierend. Da Agrarier diese Unterstützung fahr nicht empfunden haben, und die Landwirte waren auch nicht alleine gestellt. Und diese Branche wurde dem Selbstlauf überlassen. Wird einer überleben? Gut, wird nicht überleben? Schlecht gelaufen. Und die Kennwerte, die es jetzt haben, die sind schlechter als vor 50 Jahren zurück. Und da gibt es wirklich keine Wunder. Der Staat soll entsprechende Bedingungen schaffen, insbesondere was das Investitionsklima angeht.
Damit die Wirtschaftssubjekte auch den Wunsch bekommen zu investieren, und die staatlichen Instrumente sind hier auch nicht so groß. In erster Linie sind es Rechtsgrundlagen, das sind steuerliche Privilegien und Anreize und ein stabiles Förderprogramm für 10 Jahre, das sich dann nicht verändern wird. Und das ist also die Vision von uns vom Ministerium. Und der Staat soll den rechtlichen Rahmen bilden und auch diesen städtischen Rahmen einhalten von Jahr zu Jahr. Wenn wir dann erfolgreiche Tierproduktion in Deutschland besprechen, wir haben auch ihre Förderprogramme analysiert. Und dass es geht da um die Umweltstandards, und das bedeutet auch Milliarden Euro von Subventionen, die dann stabil laufen. Und diese Subventionen, diese Förderungen werden nur bei der Einhaltung der Standards bereitgestellt. Und neben der Tierhaltung entwickelt sich auch die bioenergetische Branche. Und es ist für uns jetzt heute ganz wichtig, auch von unseren ausländischen Kollegen zu hören, ihre Visionen, wie das auch für bei der Tierproduktion aussieht. Soll. Und wir möchten auch die Wirtschaft hören, weil wir da auch große Probleme mit der Preisbildung brauchen, mit der Rentabilität haben. Und wir haben natürlich so begrenzte Zeit, aber trotzdem, ich versuche möglichst mehr heute zu hören, um alle Akteure zu der Entwicklung der Strategie einzubeziehen. Und dann, nachdem unser Ministerium für Agrarpolitik schon offiziell als eine juristische Person funktionieren wird. Und wir sind dann für die Gestaltung der Agrarpolitik in der Ukraine zuständig, darunter auch für Tierproduktion. Vielen Dank, Herr Lechenko, dass Sie heute so inhaltsreich Ihre Pläne dargestellt haben, dass Sie auch Ihre Visionen dargestellt haben, was den Wiederaufbau des Ministeriums angeht und was die Entwicklung der Tierproduktion angeht. Ich glaube, dass diese Informationen sehr wichtig waren, und ich glaube, dass unsere Zuhörer können noch Ihnen sehr viele Fragen stellen. Ich lade Sie ein, im Chat auch Fragen zu stellen, und wir versuchen, die heute vorzulesen und diese zu beantworten. Und wir haben schon eine Frage bekommen. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Lechenko, dann würden wir sofort stellen. Welche Rolle spielt der Tierwohlstand in den staatlichen Förderprogrammen? Also es geht hier vielleicht auch um die neuen Gesetze im Veterinärwesen. Könnten Sie bitte dann auch mal darstellen, Tierwohl insgesamt? Diese Frage wurde eher an mich adressiert. Ja, ich habe auch so nicht so stabile Verbindung, genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Tierwohl, also oder die gesetzlichen Grundlagen in der Tierproduktion insgesamt, dieser Prozess ist aber und sehr kompliziert und schwierig gelaufen. Wir konnten das jeweilige Gesetz nicht verabschieden lassen, und schon seit vielen Jahren schon eigentlich. Das Gesetz über Veterinärmedizin und Tierwohl, das ist der wichtigste Schritt für uns zur Demonopolisierung im Agrarsektor. Das System der Veterinärmedizin soll sich also an die europäischen Standards annähern. Welche grundlegenden Veränderungen enthält dieses Gesetz? Erstens reduzieren wir die Zahl von verschiedenen Zulassungsdokumenten, und außerdem vermindert sich auch die Frist von der Ausstellung dieser Dokumente von 30 Tagen auf einen Tag. Dann möchten wir auch diese Praxis, das Tierwohl, auch dabei berücksichtigen. Wir haben auch das System der staatlichen Kontrolle über die Einhaltung der staatlichen Vorgaben berücksichtigt. Wir haben auch da die Fragen dargestellt, wie diese Kooperation bei der Export, die Zusammenarbeit bei Export funktionieren soll, damit wir uns an die Standards der EU annähern. Das ist für uns sehr wichtig, besonders auf der neuen Etappe,
die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, weil die jetzt ja das Freihandelsabkommen neu gefasst werden soll. Und wir haben das Leben, die Tierproduktion zu vereinfachen. Wir müssen die nötigen Regelungen wegzuschaffen und wir sollen dann die besten Praktiken aus Europa übernehmen, damit wir und unsere europäischen Kollegen in einer Dimension liegen. Das war auch ganz nicht so einfach. Wir haben dann sehr viele Beratungen durchgeführt und jetzt haben wir so eine Philosophie entwickelt. Wenn wir über neue, hochwertige Investitionen in unserer Agrarwirtschaft bekommen möchten, wenn wir diese neuen Agrartechniken in den Staat kommen und wenn wir dann wollen, dass wir diese Standards erfüllen, dann müssen wir in erster Linie die EU-Standards berücksichtigen. Es geht um verschiedene Rechtsgrundlagen und der Vorgaben, Erlässe und es geht auch um Forschungsinstitute in diesem Bereich. Und wir versuchten dann, die europäischen Erfahrungen möglichst zurückzusichtigen, aber das Gesetz wird noch nachgearbeitet und wir verstehen ganz gut, wenn dann diese Regeln an die europäischen angepasst werden, dann haben unsere europäischen Kollegen, dann bekommen unsere Kollegen viel bessere Bedingungen für die Investitionen. Und für mich als Minister ist es eine große Ehre, dass wir das letztendlich durchsetzen konnten. Vorher hatten wir keinen so gegenständlichen Dialog mit unseren europäischen Kollegen. Und das ist die Grundlage für unsere weitere Zusammenarbeit. Wir besprechen heute so die Tierhaltung, das passt auch zum Thema nicht so besonders, aber im Rahmen des Agrarausschusses finalisierten wir den Prozess mit verschiedenen Deregulierungen im Bereich der Bodenreform. Jetzt wird auch dann das Gesetz 2194 und 2195 verabschiedet und das bedeutet die Versteigerung und Verpachtung von Boden nur über elektronische Versteigerung und auch die Vereinfachung der Bodennutzung. Was wir jetzt konkret zur Tierhaltung sprechen oder Tierproduktion haben, wir möchten auch unseren Dienst für Ernährung modernisieren. Ich möchte auch unsere europäischen Kollegen beruhigen. Dieses Amt wird dann auch nicht in zwei oder drei Teile aufgeteilt. Das bleibt eine einheitliche Struktur. Und das entspricht auch unseren Programmvereinbarungen mit der Europäischen Union, die dann 2015 festgelegt wurden. Und da möchte ich jetzt auch öffentlich erklären, dass der Dienst für Ernährung bleibt auch in der Struktur des Ministeriums für Agrarpolitik. Das ist einfach die Frage von einigen Monaten. Und das gehört auch zum Kurs und dieser Dienst gehört dann auch zu dem einheitlichen Kurs der staatlichen Agrarpolitik. Wir erlauben es nicht, dass das irgendwie aufgeteilt wird oder dass er außerhalb der Zuständigkeitsbereiche des Ministeriums liegt. Also die Frage der Ernährungssicherheit, Fragen des Exports, sie brauchen alle so eine zentrale Exekutivbehörde auf der nationalen Ebene. Und heute versteht der Präsident der Ukraine, dass wir so heute ein vollfunktionales Ministerium haben sollen, das dann auch diese Probleme einheitlich zu lösen hat. Dazu gehört auch die Sicherheit in der Nahrung. Vielen Dank, Herr Leschenko. Vielen Dank, Herr Leschenko, für so einen inhaltreichen Bericht. Ich bin absolut sicher, dass die Arbeit des Dienstes für Ernährung ist auch heute sehr interessant und Verbraucherschutz für Ernährung und Verbraucherschutz sehr wichtig für alle. Wichtig ist für alle Teilnehmer und für die Verbände auch. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Redner.
und Sie werden dann zu kleineren Präsentationen eingeladen, damit wir mehr Zeit bekommen, um diese Fragen später zu diskutieren. Oksana Jurchenka, die Leiterin, die Vorsitzende des Verbandes für Schweinhaltung der Ukraine. Dieser Verband arbeitete immer ganz eng mit dem Ministerium, mit den Exekutivbehörden, mit dem Dienst für Verbraucherschutz und Ernährung. Und für mich war es auch interessant, die Einschätzung von Frau Jurchenko zu hören. Wie meinen Sie, ob das Gesetz über Veterinärmedizin so zeitgemäß war? Und dieses Gesetz wurde von Herrn Leschenko erwähnt. Schönen guten Tag. Ich danke Ihnen für diese Teilnahme, für diese Möglichkeit, dass ich jetzt in Informationen aus der Schweinhaltung vorstellen kann. Ich möchte sofort auf die Frage von Maria reagieren und dann übergehe ich zu meinen Informationen über unsere Branche. Also die Schweinhaltung, das ist wie genau wie diese Geflügelproduktion. Sie arbeiten mit dem Verbraucher, mit dem Dienst für Verbraucherschutz ganz eng zusammen unter Berücksichtigung der Situation der Ukraine. 2012 brach bei uns diese Epidemie mit der Schweinpest aus, und das bedeutet auch so Isolierung von den Außenmärkten, und diese stabile Zusammenarbeit mit dem Veterinärdienst gehört zu den Prioritäten unserer Branche. Und ein neues Gesetz, neue Rahmenbedingungen, die schon Herr Minister erwähnt hatte, das sind natürlich äußerst wichtig für uns. Wir haben da unsere Probleme, interne Probleme. Und unter Berücksichtigung der Korrekturen, unter Berücksichtigung der Diskussionen haben wir auch eine große Hoffnung, dass die meisten Probleme, die sich auf die Verbringung der Tiere bezogen, dass dieses Gesetz also diese problemhaften Fragen lösen wird. Und ich möchte jetzt auch einige Folien mal zeigen, um so einen Ausgangspunkt für unsere Diskussion zu schaffen. Wir müssen mal verstehen, was bedeutet eigentlich die nationale Schweinproduktion, um welchen Schweinbestand wir insgesamt sprechen. Dann möchte ich jetzt meine Präsentation zeigen. Und ich möchte auch dann sagen, dann besprechen wir dann diese Probleme später. Leider kann ich dann diese Folie nicht ganz zeigen, aber na gut. Das sind eigentlich die grundlegenden statistischen Angaben, die wir noch gerne besprechen können. Ich möchte auf Folgendes hier hinweisen. In den letzten 6 Jahren war das Ende 2020, also das war ein sehr wichtiges Jahr für industrielle Schweinproduktion, weil wir dann endlich gesehen haben, dass wir hier einen kleineren, aber trotzdem Zuwachs haben, was diese industrielle Tierschweinproduktion angeht. Wenn wir dann noch die Gründe besprechen, warum das alles entstanden ist, die letzten Jahre ab 2018, das waren ganz komfortable Arbeitsbedingungen für die Branchen. Wir hatten ganz gute Preise für Füttermittel, wir hatten auch gute Preise, Vertriebspreise, und das brachte letztendlich alle seine Resultate. Natürlich, es ist schade, feststellen zu müssen, dass die traditionelle Schweinproduktion nach unten geht. Aber da sehen wir auch positive Entwicklungen. Das System der Identifikation und der Rückverfolgbarkeit, das funktioniert eben im industriellen Bereich, Im kleinen Bereich wird es mal auch auf eine Bilanz einfach bilanziert. Wir haben zum Beispiel mal so dann diese afrikanischen Fressschweine, so, und das hat man sehr hohe Risiken. Im Falle meiner so der Ausbrechung wird man also der ganze Bestand vernichtet. Also dafür gibt es dann keine Kompensationen, und es soll alles mal von den Produzenten selbst getragen werden. Und wenn wir solche Ausbrüche haben, dann hat natürlich man diese Rückverfolgbarkeit man also eine sehr hohe Bedeutung. Und wenn zum Beispiel dann die
die Beförderung von Tieren man also gar nicht so richtig verfolgt werden kann. Also, aber das ist mir ganz wichtig. Ich meine, also, wie kommen die Produkte mal also für den Märkten zum Beispiel? Und das kann dazu beitragen, dass eben auch diese Produkte mal also aus dem Schatten kommen. Also diese Zahlen sprechen davon, also dass die Schweineproduktion eigentlich mal also schon nicht so interessant ist, aber der Anteil der zivilisierten Wirtschaft ist für mich mal so ein positives Zeichen, insbesondere auch für die Verbraucher. Das ist eine der wichtigsten Prioritäten, um zu verstehen, also welche Produkte du kaufst, wie das Tier gewachsen ist, meine, also wie es verarbeitet wurde. Und wir stehen das mal so vor neuen Herausforderungen, mal so die Bekämpfung der Antibiotikaresistenz. Und wir können das noch nur im Industriebereich mal so sicherstellen, aber nicht im kleineren Bereich. Also man sollte auch mal weiterhin verstehen, also welche weiteren Herausforderungen stehen. Also Alex und Herr Minister sagten, dass die technologische Basis verbessert werden soll. Ich kann nur eine Zahl anführen. Anfang 2020 war der industrielle Bereich in der Schweinproduktion, der hatte mal etwa 1.500 Betriebe. Wenn wir das detailliert besprechen, dann diese 1.500 Betriebe, die meisten haben über 5.000 Schweinebestand. Der Rest, das ist 90% etwa, das sind Unternehmen, die viel, viel weniger haben. Also wenn wir zum Beispiel von den Betrieben für Mutterschweine sprechen, also 300 vielleicht Bestand, darum Schweine, das ist schon mal so nicht schlecht. Also und diese Bedingungen, von denen eben schon gesprochen wurde, alte sowjetische Ställe, kaum Möglichkeit, man also dann zu investieren. Also die Wirtschaftlichkeit ist natürlich man also ganz niedrig. Also daher haben wir sehr große Abweichungen auch in der Effektivität der Produktion bei den Technologien und sogar unser industrieller Bereich. Da soll man verstehen, hier haben wir ganz unterschiedliche Betriebe und der Anteil der modernisierten Betriebe ist doch nicht so hoch, wie es sein sollte. Noch eine interessante Folie, um das Ganze besser zu verstehen, da geht es also um den Arbeit und den Anteil der Schweinezucht in die Wirtschaft der Ukraine. Wir sehen eben mal also dann der Anteil an dem BIP zum Beispiel und wie viel, da haben wir etwa 10.000 Arbeitsplätze zum Beispiel. Und auch die Steuerabgaben, die dabei abgeführt werden, also das spricht alles davon, dass unsere Wirtschaft, unsere Branche nicht die letzten, also keine Schlusslichter man also in der Wirtschaft macht. Also und dann für die ukrainische Bevölkerung ist ja auch mal so ganz wichtig und wir möchten es nicht, dass der Verbrauch und die Produktion dieser Produkte eben dann kleiner oder nach unten gehen. Ich habe auch erwähnt, dass Ende 2020, da haben wir diese Barriere überwunden, die wir lange Zeit nicht überwinden konnten. Aber diese Problematiken, die bereits angesprochen wurden, die möchte ich nicht wiederholen, aber unter anderem zum Beispiel meine so Futterpreise, Erhöhung und wir sollen mal also über 70% mal also damit verfüttern. Die Folgen von Covid-19, die ebenfalls noch nicht vorbei und die Kaufkraft ist ebenfalls dadurch gesunken und das hat eben das wirkt sich ebenfalls auf die Nachfrage aus und wir stellen fest, dass etwa seit Ende Oktober letzten Jahres befindet sich die Branche in komplizierten Bedingungen und die einzige Hoffnung besteht darin, dass die Unternehmen, die das professionell machen und wissen, dass die Branche meiner so auch einen zyklischen Charakter hat und die haben sich
darauf, auf diesen Zyklus vorbereiten, dass sie doch mal noch überleben werden, dass in diesen Unternehmen Finanzressourcen ausreichen, um diese komplizierte Lage zu überwinden, zu überleben. Heute sind ja die Margen gleich null. Also viele Unternehmen liegen eben so im defizitären Bereich. Also, aber wir hoffen, dass eben diese Bestände beibehalten werden und dass sie der Ausgangspunkt sein, um unsere Branche weiterzuentwickeln. In diesem Kontext entsteht noch eine weitere ernsthafte Frage, der Schutz des Binnenmarktes gegen Importe aus der EU. Wir wissen, da gibt es ebenfalls nicht die beste Zeit für die Schweinezucht, weil in vielen Ländern wegen der afrikanischen Schweinepest ebenfalls meine so viele Betriebe geschlossen werden. Das ist eine sehr, sehr große episodisches Problem. Also und der Einsturz der Preise, der Einsturz der Binnenmärkte und das veranlasst die Produzenten, meine so andere Absatzkanäle, andere Absatzwege zu suchen, damit die Branche einigermaßen weiter bestehen kann. Und wenn wir von dem Außenhandel sprechen, dann können wir feststellen, dass wegen des afrikanischen Schweinepest, die jetzt meine so fast in der ganzen Ukraine ganz schnell verbreitet ist, also können wir mal so keine Regionalisierungsinstrumente einführen. Das Verbot des Umsatzes der Schweineproduktion, also die betrifft im Prinzip die ganze Ukraine, wenn wir zum Beispiel von den Exporten in die EU reden. Uns rettet es, dass wir ein defizitärer Markt sind. Die Nachfrage ist noch etwas kleiner als die Nachfrage ist größer als das Angebot. Aber wir haben auch relativ niedrige Barrieren, um Rohstoffe aus den anderen Ländern zu verhindern oder sich dagegen zu schützen. Es gibt Quoten, zollfreie Quoten, 20.000 Tonnen für die Ukraine. Wenn wir aber mal so dann die Umfänge besprechen, die außerhalb der Quote liegen, dann wird es mit 10-12% Zoll belegt. Sprechen wir von der EU, hat die Ukraine ebenfalls mal eine Quote für die Schweineprodukte durch das afrikanische Schweinepest. Können wir das nicht machen, aber wenn wir auch mal so sehr viele Schweine dabei liefern würden, dann sind das Angebot um das 4- bis 5-fache höher natürlich, als diese Quote vorsieht. Die Verhandlungen über die Freihandelszone, dabei wäre es wichtig, eben den Binnenproduzenten zu schützen, die Importumfänge nicht zu erhöhen und wenn es möglich wäre, doch mal die Export die Mechanismen des Marktschutzes mal zu revidieren, sprechen wir von den Quoten im Handel mit den verschiedenen Ländern, dann wäre es mal so ein von hoher Vorteil für den Binnenproduzenten. Ich habe bereits mal so die Frage der afrikanischen Schweinepest angesprochen und der Exportembargos. Aber es gibt auch positive Veränderungen. Seit dem Jahre 2019 haben wir ein Gesetz, das uns erlaubt, den Status der Biosicherheit zu bestätigen und das garantiert, dass eben in diesem Unternehmen, abgesehen von der episodischen Situation, mal sichere qualitative, hochwertige Produkte hergestellt werden. Und es gibt eine Reihe von Betrieben, die ebenfalls sich darauf vorbereiten, diesen Status zu erhalten. Dieser Instrument ist international anerkannt, das ist im Kodex auch mal dann vermerkt und es gibt viele Präzedenzfälle. Wenn in den Pässen zum Beispiel gewisse Krankheiten angegeben werden, da haben wir bereits Anträge von Unternehmen, um entsprechende Audite durchzuführen, um eben diesen Status zu erlangen. Und die Partner, die das Interesse haben, ukrainische Schweine zu kaufen, dann können sie sich vergewissern über verschiedene internationale Vereinbarungen,
und Mechanismen, dass die Ukraine in der Lage ist, unabhängig von dem afrikanischen, von der afrikanischen Schweinepest ihre Produkte sicher exportieren. Ferner gibt es noch eine weitere Frage, die ebenfalls bereits aufgeworfen wurde. Also die Digitalisierung, das Modewort bei uns. Also wir sprechen in dem Fall von gewissen Vereinfachungen. Also zum Beispiel, wir arbeiten in den letzten Jahren daran, damit nicht nur unsere Betriebe, sondern auch mal andere Tierbetriebe nicht mit Papierdokumenten, sondern mit elektronischen Dokumenten Umlauf zu tun haben. Das würde ebenfalls die Fragen der Rückverfolgbarkeit bei der Beförderung von Tieren erleichtern. Da gibt es bereits positive Erfolge. Es gibt bereits erste Accounts, die Unternehmen in Anspruch nehmen können. Und wir arbeiten weiterhin daran, um diesen Teil, die weniger rückverfolgbar ist, ich weiß, das ist ein Prozess für längere Jahre, aber die Arbeit wird eben da geführt, um die Rückverfolgbarkeit in der ganzen Kette sicherzustellen, dass die Produktion aus dem Schatten zu bekommen und die besten Praktiken eben in unserem Bereich verankert werden. Und zusammenfassend möchte ich sagen, für inländische Schweineproduktion sind die Themen aktuell, die Standards des Tierwohls betreffen, die besten Praktiken, Produktionspraktiken, um die Antimikrobenpräparate maximal einzuschränken, um ökologische Standards einzuführen, die ebenfalls von zivilisierten Ländern mal angepasst werden. Also Tierwohl zum Beispiel, da kann ich etwas detaillierter sprechen. Für inländische Schweinezüchter ist es obligatorisch, aber die Überprüfungen oder die Prüfungen, die Vorschriften, gewisse Bußgelder oder Strafen nur seit 26 gelten sind. Das heißt, wir erleben jetzt eine Übergangsperiode bis zum Jahre 2026. Es gibt bereits entsprechende Verfahren, es gibt mal Anweisungen und es gibt klare Vorschriften. Die sind alle zugänglich, alle können sich damit vertraut machen und wir als Verband vermitteln das ebenfalls, damit es keine Überraschung ist. Und wir danken hier unseren Ämtern, unseren Behörden, dass sie uns dabei unterstützen. Wir haben dann Berechnungen angelegt, um welche Finanzierungen notwendig ist, um diese Standards einzuführen. Das sind sehr große Geldmittel und diese Übergangsperiode ist ja eben wichtig, damit die Branche etwas Zeit hat, diese Standards und diese einzuführen und diesen Anforderungen zu entsprechen. Noch eine Frage möchte ich ansprechen. Der Minister hat detailliert die Unterstützung der Tierproduktion angesprochen. Und diese Bedingungen, unter denen heute die Schweinezüchter leben, haben wir auch unsere Vorschläge eingereicht, die wir ebenfalls mit unserer Wirtschaft besprochen haben. Und die Anforderungen an die Beförderung der Tiere, wenn da die Möglichkeit wäre, und da ist vielleicht auch möglich, dieses auch in der Gesetzgebung aufzunehmen, die Kompensierung für die Vernichtung der Tiere aus den Kosten des staatlichen Unternehmens, der Unternehmensförderung, das wäre wirklich eine hohe Hilfe, eine große Hilfe für die Produzenten, für die Unternehmen, die zum Beispiel dann ihre Tiere befördern und da gibt es Millionensummen, und für diese die Kompensierung eben für diese Beförderung. Immer analog zu der Milchproduktion, da werden gewisse Geldmittel zur Verfügung gestellt oder Subventionen pro Milchkuh zum Beispiel. Wir haben auch in unserer Branche einen stabilen Bestand von Mutterschweinen und wenn es möglich wäre,
Subventionen für den Unterhalt meiner, also der Mutterschweine zu bekommen, also dass eben diese Garantie, dass innerhalb von 2 bis 3 Jahren also dieses Tier eben mal also dann Jungtiere bringen wird, also das ist ebenfalls, dann wäre es ebenfalls eine große Unterstützung für unsere Wirtschaft unter den bestehenden Bedingungen. Ich hoffe, dass ich diese Plattform auch weiterhin nutzen kann, um diese Probleme mit Ihnen zu besprechen, was die Diskussion über staatliche Förderung wird noch weiterhin geführt und wir werden dann uns weiterhin bemühen, diese Informationen an unsere Behörden näher nahezulegen. Und noch das Letzte, die Strategie zur Förderung der Milchproduktion bis zum Jahre 2030, das ist allerdings ein ganz wichtiger Schritt und wir haben ebenfalls versucht, auf der Ebene unseres Verbandes da gewisse Vorschläge zu entwickeln, wie unsere Branche in den nächsten Jahren sich entwickeln soll. Und da war, um entsprechende Entscheidungen zu treffen, das soll natürlich wohl auf gewissen Prognosen basieren. Und wir hoffen sehr, dass die Strategie der Entwicklung der Schweinezucht ebenfalls, meine so, wir haben schon gewisse Entwicklungen und Vorlagen, die diesen Prozess beschleunigen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Jurchenko, dass Sie auch diese Herausforderungen in der Schweinhaltung, Schweinproduktion dargestellt haben. Und Herr Leschenko hat uns auch versprochen, dass er auch unserer Diskussion ganz aufmerksam folgt und dass er auch diese wichtigsten Momente notiert, die für die Wirtschaft notwendig sind. Dann beachtet er auch diese Export-Import-Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Und dann soll dann auch diese Strategie für die Entwicklung für die Schweinhaltung entwickelt werden, weil es sehr wichtig für die Ukraine ist. Und ich noch eine ganz kurze Antwort. Wir haben so eine Frage im Chat. Ich glaube, das ist von einer Person, die sich auch für die Schweinproduktion interessiert. Also die sind verschiedene. Bitte schön. Also diese zwei kleine Antworten. Was diese Kennwerte angeht, wie ich schon bemerkte, unsere industrielle Schweinproduktion korrigiert sich dadurch, dass sie sehr unterschiedlich aussehen. Wir haben super neue, super moderne Technologien, die dann auch und Betriebe noch, die dann, sagen wir so, nicht mit modernen Technologien arbeiten. Und diese Werte sind dementsprechend ganz anders. Wir führen so ein Benchmarking von der Effizienz und Produktivität verschiedener Betriebe durch. Und für die Schweinproduzenten sind diese Zahlen auch ganz verständlich und gut. Wenn wir dann Selbstkosten besprechen, was eigentlich ein Kilo Schweinfleisch pro kostet oder Produktion, dann zeigen die Daten für 2019 den Unterschied von 8 Hryvnia. Es gibt auch Produzenten, die dann 28 Hryvnia für die Produktion von einem Kilogramm Schweinfleisch Ausgaben und andere dann 25. Und deswegen, wenn wir diese Konversionskennwerte besprechen, das liegt auch an der technologischen Gruppe, weil sie ja wirklich unterschiedlich sind. Wenn wir schon irgendwelche, wenn Sie dann Detaillierung brauchen, dann wenden Sie sich an uns und dann sehen Sie ganz genaue Zahlen. Was diese Ferkel angeht, das ist der durchschnittliche Kennwert, beträgt dann 25 Ferkel pro ein Mutterschwein. Pro eine Sau und das ist, und dann aber darin haben wir dann von 35 bis auf 20 in der Wirklichkeit. Das ist sehr individuell unter Berücksichtigung der Struktur von unserer industriellen Schweinproduktion. Wir sehen sowohl die besten Kennwerte und leider auch die Kennwerte, die noch ganz weit von der Effizienz, von der Produktivität liegen. Vielen Dank, Frau Jurchenko.
ich kann nur empfehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich an den Verband zu wenden, und zwar von Schweinproduzenten der Ukraine, und da können Sie volle Informationen zu dieser Branche bekommen. Vielleicht möchte jemand von Ihnen auch in die Ukraine kommen und auch hier so eine Schweinhaltungsanlage bauen. Vielen Dank, Frau Jurchenko, für Ihren Vortrag. Und jetzt laden wir unsere weitere Rednerin ein. Das ist auch eine sehr wichtige, interessante Produktionsbranche in der Ukraine. Und zwar, das ist Milchproduktion. Und ich möchte auch Frau Lavrenyuk begrüßen. Sie ist die Generaldirektorin vom Verband der Milchproduzenten der Ukraine. Wir haben heute ganz traurige Zahlen gehört, dass die Zahl dass der Bestand der Milchkühe nach unten geht. Aber ich glaube, dass wir auch bestimmte Visionen haben und dass wir da auch positive Trends haben, was die weitere Entwicklung der Milchproduktion angeht. Und wir haben auch das Förderprogramm zur Tierproduktion erwähnt. Bitte schön. Vielen Dank. Bin ich gut zu hören? Vielen Dank für die Möglichkeit, an so einer wichtigen Veranstaltung, Konferenz teilzunehmen. Vielen Dank. Im Namen des Verbandes möchten wir allen Organisationen danken, weil wir mit DLG, mit APD ganz erfolgreich zusammenarbeiten seit 10 Jahren. Und Eurotier, in vorigen Jahren waren wir auch Mitorganisatoren von Eurotier, aber natürlich nicht online. Und wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr auch offline treffen können. Ich möchte einige Zahlen darstellen, damit über unseren Verband bestehen. Unser Verband von Milchproduktionen, das ist ein Wirtschaftsverband, ein nicht ohne Profit, er arbeitet ohne Profit und liegt außer der Regierung. Und unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Milchproduktion zu erhöhen. Wir haben 150 Milchanlagen in den verschiedenen Regionen der Ukraine, das sind unsere Mitglieder. An unserem Verband arbeitet auch ein Beratungszentrum, das auch verschiedene Experten aus der Branche der Milchproduktion vereinigt, und auch ein Informationszentrum, das auch als Partner von der internationalen Plattform IFCN auftritt. Und wir vertreten auch die Ukraine in der Studie der globalen Milchproduktion. Und haben wir da Licht am Ende unseres Milchtunnels? Herr Leschenko hat schon erwähnt, jedes Jahr verlieren wir seit 20 Jahren auch den Viehbestand, den Rinderbestand, jedes Jahr -2, -4%. Aber der Verlust wurde in diesen privaten Wirtschaften, Haushalten, wurde dann immer wieder mit der industriellen Milchproduktion gedeckt. Und so eine Situation hatten wir bis 2019. 2019 zeigte uns den ersten Motor oder den ersten Anreiz für die Entwicklung der Milchproduktion. Wir hatten da unstabile Situationen in der Agrarwirtschaft insgesamt und in der Milchproduktion auch. In erster Linie konnten die Milchproduzenten auch diese Regeln auf dem Bodenmarkt verstehen, weil da keine und viele Unternehmen gerieten einfach in Panik, um dann später landwirtschaftlichen Boden kaufen zu können. Noch ein weiteres Risiko bedeutete für uns auch die Liquidation vom Ministerium für Agrarpolitik, und alle Förderprogramme sollten eigentlich auch abgeschafft werden. Und über 96.000 Kühe sind bei uns vom Markt einfach verschwunden, weil diese Risiken auch sehr hoch eingeschätzt wurden. Zum ersten Mal erlebte die Ukraine das Defizit der Milchproduktion, das betrug so circa 1 Million Tonnen.
Und zum ersten Mal betrug die Milchproduktion unter 10 Millionen Tonnen, weil wir 2019 nur 6,9 Tonnen bekommen haben. 2020 setzte sich dieser Trend fort, aber wir arbeiteten hier unter weiteren Krisen mit diesem Lockdown, mit der Pandemie und diesem und viele hatten so das Risiko und mit dem Verlust von Arbeitskräften und wir hatten so eine klimatische Krise. Zum ersten Mal hatten wir Winter ohne Schnee und ein ganz langes und regenloses Frühjahr. Und deswegen ist diese Futter wurde zweimal gesät und wir bekamen da keine Ernte. Im Süden und im Osten berichteten, dass sie nur 40% Futtermittel geerntet haben und 40% von ihrem tatsächlichen Bedarf geerntet haben. Und in unserem industriellen Sektor, also da haben wir 421.000 Kühe, die privaten Hauswirtschaften so über 1 Million Kühe, das bedeutet so circa 70% von allen, aber die Verarbeitung läuft eher von dem industriellen Sektor und wir haben da Prognosen, die auch von unserem Zentrum die dann auch und 2021 soll der Rinderbestand weiter fallen und deswegen müssen wir auch wirklich später gehen die Betriebe einfach gezwungen, diese nicht besonders produktive Milchkühe für Fleisch zu nutzen, weil ihnen einfach Futter nicht ausreicht. Wir haben dann Herr Czagarowski stellt uns dann auch diese Export- und Import- und Handelfragen dar. 2019 hatten wir zum ersten Mal null Saldo, null Handelsbilanz gesehen haben. So niedrig ist das alles gefallen. Und dann 2020 haben wir schon Milchprodukte eingeführt zum ersten Mal. Und dieses Volumen betrugen. Also die Handelsbilanz betrug dann minus 77 Milliarden Dollar. Und mit diesen negativen Trends hatten wir auch mal positive Veränderungen. Auf dem Markt bleiben und viele Wirtschaft- oder gewinnorientierte Milchanlagen. Und obwohl der Viehbestand wieder nach unten gegangen ist, minus 73.000 Kühe, wuchs die Milchproduktion um 7,3% und für das nächste Jahr prognostizieren wir auch den weiteren Zuwachs, weil wir hier die Erhöhung der Produktivität beobachten. Und vielleicht ist es ganz, aber dank dieser Pandemie hatten wir auch einen besseren Dialog mit dem Ministerium aufgebaut. Diese Krise mit Covid hat uns gezwungen, ins Online-Regime zu übergehen. Und dieses Online-Format half uns eigentlich, die Arbeit der Arbeitsgruppen effizienter zu organisieren. In den ersten Jahren in den ersten Tagen der Restriktionen haben wir uns fast jeden Tag getroffen und wir haben dann die Möglichkeit bekommen, täglich unsere laufenden Probleme zu besprechen. Und ich hoffe, dass wir das auch dann später nicht, diese Tradition auch nicht verlieren. 2019 hat uns auch ganz komfortable Preise für Milchrohstoffe angeboten und 2020 haben die Milchbetriebe in die neuen Tiertechnologien zu investieren und diese Förderprogramme wurden 2020 wurden dann sehr viele neue Betriebe mit der staatlichen Entschädigung eingeführt und die Entschädigung bekamen da 15 neue Milchanlagen. Waren meine so hochtechnologische Farmen, meine so mit neuen Bedingungen natürlich, meine so dann
Das heißt also, die Branche erfolgt die Transformation. Also wir erleben eine neue Ära, hochproduktive Milchproduktionsbetriebe. Gute Schritte waren für uns die Digitalisierung. Davon haben schon vorherige Sprecher gesagt. Wir unterstützen natürlich auch die Bemühungen der Agentur, Online-Services für Milchproduzenten einzuführen, die Verfahren zu vereinfachen, die mit dem Umlauf von Veterinärdokumenten zu tun haben, mit der Registrierung von Tieren zu tun haben, sowie auch ein weiterer wichtiger Schritt zur Schaffung eines einheitlichen Agrarregisters. Das ist eine Online-Plattform, die alle möglichen Register vom Bodenkataster über Register von Nutztieren und so weiter. Dann kann jeder Produzent in diesem Register unterschiedliche Bereiche verfolgen, jede Bestätigung bekommen und auch Anträge auf staatliche Förderprogramme einreichen, ohne dabei wirklich jede Menge von unterschiedlichen Unterlagen bereitstellen zu müssen. Dabei können viele auch vermieden werden. Das ist eine große Errungenschaft, die sehr zu begrüßen ist. Es gab auch Fortschritte im Bereich der Genehmigungsverfahren. Und da würde ich Herrn Roman Mikolajewitsch zu beachten. Die staatliche Architekturinspektion die Baugenehmigung ausstellt. Da werden auch noch große Schlachten geführt. Unsere Produzenten legen 5 bis 6 Mal Dokumente, passen diese wieder an, und das will ja kein Ende nehmen. Unter dem neuen Agrarministerium werden wir hoffen, dass auch wir diese Barrieren 21 beseitigen werden. Abgesehen aller Krisen, sowohl in Milchrohstoffen als auch in der Verarbeitung, bleibt natürlich die Milchproduktion und die Milchviehzucht ein Motor für die wirtschaftliche Entwicklung und eines der Generatoren der Haushaltseinnahmen. Über 12% von allen landwirtschaftlichen Beschäftigten, das sind die Leute, die eben in der Milchproduktion tätig sind, 11%. Ist der BIP-Anteil der Milchprodukte und der Löwenanteil, auch in der Exportproduktion, macht eben die Milchproduktion aus. Ich möchte nochmals betonen, jeder Mitarbeiter eines Milchbetriebes generiert noch weitere 10 Arbeitsplätze für verwandte Sektoren und eine Million Rohmilch ist etwa 1 Milliarde Steuerabgaben. Das ist ganz günstig für den Staat. Angesichts der Erhöhung der Nachfrage nach der Milchproduktion in der ganzen Welt, wir sehen, dass jedes Jahr die Weltbevölkerung wächst mit etwa 60 Millionen Einwohnern zu. Und wir haben positive Erfahrungen als Verband für Milchproduzenten mit der Weltbank. Die Weltbank hat die Ukraine als ein Wachstumszentrum festgestellt im Bereich der Milchproduktion. Und die Ukraine hat die besten Reserven und Bedingungen für die Milchproduktion nach dem Ergebnis der Studie der Weltbank. Die zu erwartende Nachfrage für die Milchprodukte sowie auch die weiteren Faktoren, die niedrige Selbstkosten für die Milchproduktion verglichen mit den USA zum Beispiel, dann beträgt es 46 Cent pro Kilo. In der Ukraine ist 25 bis 27 Cent pro Kilo Milch. Aber wir haben noch weitere Reserven, diese Selbstkosten auf 20 Cent pro Kilo zu bringen. Die Ukraine hat auch die Möglichkeit, ihren Status als Milchexporteur wiederherzustellen. Und bis zu 10 Millionen Tonnen Milch können dabei auch die Exportvolumen betragen.
alle diese Risikenfaktoren, also die bereits von meinen Vorrednern gesprochen wurde, dies hat auch, löst sich auch mal auf unsere Branche aus. Wir sollen auch mal so an unserer Futterstrategie arbeiten, weil diese Futterkrisen uns nie verlassen werden. Also der Steppenbereich, die Steppenzone hat noch weitere 20 Kilometer nach Norden jetzt erreicht. Und dies erfolgt in der ganzen Ukraine. Und die Forderung nach einer richtigen Futterstrategie bleibt nach wie vor für uns ganz wichtig. Sowie auch die Einbeziehung von modernen Technologien, Maschinen, Saatgut etc. Also das ist auch die Notwendigkeit, die Außenmärkte zu erreichen. Also das heißt, stabile Partien, stabile Qualitäten sicherzustellen. Wir werden das nicht gewährleisten können ohne moderne und effektive und energieeffiziente Verarbeitungsbetriebe. Das sind die Verarbeitungsbetriebe, die als Genossenschaften begriffen werden sollten, nach den Angaben der Weltbank, damit die Ukraine ihre positive Nische dabei einnimmt, sollen wir etwa Verarbeitungsbetriebe von etwa 500.000 Kilo pro Jahr haben. Da sollen wir mindestens 10 Milchproduktionsbetriebe haben von etwa 10.000 Kühen, aber es gibt 2 oder 5.000 Kühe, dann sind es 10 oder 20 Milchbetriebe. Wir nehmen jetzt die Position ein, die Milchviehproduktion und die Milchproduktion maximal zu fördern und diese an die industrielle Volumen zu bringen. Dafür brauchen wir eine nachhaltige Strategie für die Milchindustrieentwicklung bis zum 2030, noch besser 2040. Also Fachpersonal und so weiter, dabei sollen ebenfalls die Lehrpotenziale oder Innovationszentren geschaffen werden, die diesen Bedürfnissen nachkommen werden. Die Arbeit an der Einbeziehung von fortschrittlichen Technologien, das begrüßen wir auch sehr, unsere enge Zusammenarbeit mit Deutschland und mit DLG als Leader im Agrarbereich, insbesondere auch in der Tierproduktion, sowie auch die Entwicklung des Genossenschaftswesens, nicht nur in der Milchproduktion, sondern auch überall. Diese Zusammenschlüsse werden uns noch viele Vorteile scheren. Und allerdings die Entwicklung des genetischen Potenzials. Wir werden in der Ukraine gewisse Einschränkungen der Produktivität erleben, da wir keine genetische Strategie auf der nationalen Ebene haben. Daran sollen auch mal gearbeitet werden. Die Strategie der nationalen Entwicklung der Milchproduktion erfordert nicht nur Deklarationen oder Absichten, sondern auch klare Mechanismen, die einen direkten Einfluss vorsehen, zum Beispiel in Form von direkten Zuschüssen, wie auch unmittelbare Ansätze, zum Beispiel die Senkung des Steuerdruckes. Und wir begrüßen ebenfalls die Senkung der Steuersätze bis auf 14%. Aber wir wollen, dass diese Reform ebenfalls bis zum Ende geführt wird. Das wurde nur der erste Schritt gemacht. Nur ohne weitere Schritte wird diese Reform unabgeschlossen bleiben. Die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und anderen Bauverfahren, Anschlüsse an die Stromanlagen. Es gibt sehr viele Aufgaben, aber wir haben Licht in unserem Milchtunnel und es lohnt sich auch zu investieren. Ja, vielen Dank. Ich glaube Sie haben gehört, dass es lohnt sich, in die Milchproduktion in der Ukraine zu investieren. Das ist eben die Botschaft, die, hoffe ich, gehört wurde. Und es gibt auch unter uns die potenziellen Investoren, die noch keine Entscheidung getroffen haben, ob in die Ukraine zu investieren. Und ich glaube, Ihr Vortrag kann dazu beitragen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so viele
Fragen bereits mal so dann auch initiiert haben, die Herr Vadim Chogorowski, Vorsitzender des Verbandes der Molkerei in der Ukraine, weiter behandeln kann. Also Herr Vadim, ich bitte Sie zum Wort mit Ihrer kurzen Präsentation. Ich hoffe, dass Sie Ihre mit Ihrer Präsentation auch auf diese Fragen von Frau Anna mal so eingehen können, was zum Beispiel das Genossenschaftswesen angeht, was Importe oder Exporte angeht und was und womit diese Branche für ausländische Investoren interessant sein kann. Ja, schönen guten Tag allerseits. Ich habe mich sehr über die vorherigen Vorträge gefreut. Also das sind alles Vertreter der jüngeren Generation und ich wünsche Ihnen mal noch viel Erfolg in Ihrer weiteren Berufslauf. Und ich spreche mal so von der Milchindustrie in der Ukraine. Wir werden dann gewisse Positionen noch ganz schnell besprechen und alle weiteren Sachen sind mir so diskussionsbeladen. Wir fangen mal damit an. Also wie liegt die Ukraine mal so im Weltbereich, oder in der Milchwelt eigentlich? Die Ukraine hat ihre Positionen wesentlich eingebüßt, was die Milchproduktion innerhalb von den letzten 20 Jahren angeht. Noch im Jahre 1990, als wir gerade die Unabhängigkeit erlangt haben, hat die Ukraine 24 Tonnen, Millionen Tonnen Milch pro Jahr produziert. Wir haben jetzt mal so dann Ergebnisse aus dem Jahre 2020. Wir sprechen von den 10 Millionen Tonnen in der Ukraine. Entschuldigung, mal 7 Millionen Tonnen in der Ukraine. Aber, oder, Entschuldigung, 10 Millionen Tonnen in der Ukraine. Dabei wird es doch mal vielleicht noch auf 7 Millionen zurückgeführt. Also die Milchverarbeitung oder die Milchviehproduktion, also die erlebt ebenfalls mal so Rückschritte. Schauen Sie mal, also was passiert zum Beispiel in der ersten Zeile mit den Milchverarbeitungsbetrieben in der Ukraine. Wir haben momentan also zum Stand 2020 192 Betriebe und vor 20 Jahren war es mal über 600, aber im Jahr 2021 sind noch weitere Rückgänge zu erwarten. Und dabei haben wir wirklich in allen Positionen mal so gewisse Rückschläge erlebt. Hier sind mal die wesentlichen Kennwerte im Bereich Milchviehproduktion. Die sind nicht neu für unsere Zuhörer, aber schauen Sie mal hier. Die kleinsten Bestände haben wir jetzt innerhalb von 20 Jahren. Spricht man von den Milchmengen, die von den individuellen Landwirtbetrieben produziert werden, da wird bei uns mal die Methode eingesetzt und diese Methode der Berechnung, der Bemessung ist ja nicht vollkommen aus unserer Sicht. Im Jahre 2020 sehen wir mal so dann 2,7 Tonnen von individuellen Betrieben, 6,5 Tonnen von der Bevölkerung und 9,2 Tonnen insgesamt. Also diese Daten sind nicht richtig. Es gibt unterschiedliche Lügen sozusagen. Es gibt eine einfache Lüge, es gibt so ganz freche Lüge und es gibt Statistik, wenn man also dann diese Eskalierung so vornimmt. Also die statistischen Daten Lügen hier, diese Milch ist nicht da. Warum gibt es diese Milch? Da gibt es mal so dann Tatsachen dazu. Der Konsum erhöht sich und die Produktionsmenge geht nach unten. Und in diese defizitäre Nische wird mit dem Import aufgefüllt. Und warum können wir heute mit dem Import keinen Wettbewerb aufnehmen? Und der Import kommt zu uns vorwiegend aus der EU. Das ist zum Ersten hohe Preise für Milchrohstoffe oder für Rohmilch.
Unsere Preise für Milchrohstoffe sind sehr hoch und übersteigt teilweise auch die Preise in manchen Ländern der EU. Wir können unsere Produkte nicht exportieren, trotz der Geldmittel, die uns die EU zur Verfügung stellt. Und die Agrarpolitik der EU, die lässt zu uns mal die Produkte kommen, die eben diese Nische füllen. Die nächste Folie, bitte. Ja. Also die überflüssige Milch, wir haben schon mal gehört, dann die Eiweißnachfrage erhöht sich bei uns und auch in Europa, und die Europapolitik, man stimuliert die Entwicklung der Tierproduktion in den EU-Ländern. Und wir erleben heute mal in den EU-Ländern eben Überflüsse an der Milchproduktion. Es gibt Überflüsse an den Milchrohstoffen in Polen zum Beispiel. Es gibt mal so Überflüsse in die EU insgesamt. Und bei dieser Politik, die wir heute erleben, die EU-Politik gemeint, die Unterstützung, die Förderung, die dabei geleistet wird, die eröffnet die Zukunft und die Möglichkeiten für die weitere Entwicklung. Neben der EU gibt es noch weitere neue Märkte und auch kaum geschützte Märkte der Ukraine. Weil, wie früher gesagt wurde, unsere Politik schützt unsere Binnenproduzenten nicht. Was kommt weiter, wenn der Staat heute sich keine Gedanken in der Milchviehzucht oder in der Milchproduktion macht, also dann wird unsere Branche einfach vernichtet. Und wir haben eben wie es in Moldova der Fall ist, wo 30% von Binnenmarkt kommt und 70% Importe. Genauso ist es auch mal in einigen anderen Ländern zu verzeichnen. Aber wie können wir mal diese Situation meistern und was soll mal weitergemacht werden? Es gibt auch dann erfolgreiche Beispiele für die Entwicklung der Milchbranche. Im ersten Fall ist es so, das erste Beispiel ist Irland, und da sind so kleinere Farmbetriebe, wo die Landwirte bis 100 Kühe haben, und wir zeigen auch eine große Produktion, wie die USA, wo dann 90 Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt wird, und da konzentrieren sich alle auf die industrielle Milchproduktion. Man kann noch Folgendes sagen. Diese erfolgreichen Modelle, Beispiele, sie unterscheiden sich voneinander, weil sich Irland auf Export konzentriert. 90% der Milchprodukte wird ausgeführt. Und in den USA ist es alles umgekehrt. 80% wird auch auf dem Binnenmarkt verbraucht. Wir setzen mal fort. Das sind Erfolgsfaktoren von diesen zwei Businessmodellen und von zwei staatlichen Modellen. Ich möchte noch unterstreichen, dass der wichtigste Faktor dabei die staatliche Förderung ist. Die Tierproduktion kann sich ohne staatliche Förderung nicht entwickeln. Wir können auch als Beispiel, wir nehmen unseren Nachbarn Polen als Beispiel, 40% des BIPs geht zurzeit in die Förderung der Agrarwirtschaft, darunter auch in die Tierproduktion. Und Polen hat 29 Milliarden Euro von der EU bekommen, um die Tierproduktion entwickeln zu können. Das können wir natürlich alles nicht machen. Wir schauen mal die Geschichte von unserer ukrainischen staatlichen Förderung an. Die nächste Folie stellt uns dar, der verschiedenen Dokumente und auch Gesetze, die sich auf die Förderung und Entwicklung der Agrarwirtschaft, darunter auch der Tierproduktion bezogen. Und aber das
das einzige Gesetz wurde dann im Laufe von 25 Jahren verabschiedet. Das war 1997. Damals wurde es auch erlaubt, diese Förderungen für die Tierproduktion anzuwenden. Aber leider wurde dieser Mechanismus später aufgelöst. Bis 2012 hat die Tierproduktion keine staatlichen Förderungen bekommen. Und seit 2012 beobachten wir auch den Rückgang der Tierproduktion und der Milchproduktion in der Ukraine. Diese Dokumente sind nur auf dem Papier geblieben, weil sie in der Wirklichkeit nicht umgesetzt werden. Mehr dazu, wir hatten dann nur provisorische Ministerin in den letzten 3 Jahren, deswegen wurde das auch nicht so wertgeschätzt. Und Gott sei Dank, dass jetzt das Agrarministerium schon wieder aufgebaut wurde. Und ich habe hier sehr große Hoffnungen auf Herrn Leschenko, dass der Staat mit Gesicht zur Tierproduktion kehrt. Wir arbeiten wirklich mit dem Verband der Milchproduzenten zusammen. Wir haben so eine öffentliche Plattform aufgebaut. Das heißt, diese Plattform heißt das Nationale Komitee für Rettung der Milchproduktion. Und diese Plattform lässt uns Probleme darstellen, diskutieren, und wir versuchen an die Regierung mal Krisenerscheinungen an die Regierung zu bringen, und das sind unsere wichtigsten Bestimmungen der Konzepte. Das sind mit anderen Worten unsere Träume, wie die Milchproduktion auch in der Ukraine aussehen soll. Sie sehen hier die wichtigsten Zahlen, aber ich möchte noch mal unterstreichen, wir brauchen Investitionen. Nach den vorläufigen Berechnungen brauchen wir 90 Milliarden Hryvnia, um dann jährlich 11 Millionen Tonnen Milch produzieren zu können. Und der Staat soll dann auch als Beispiel dienen, und der Staat soll auch 50% aller Kosten entschädigen, nach dem Beispiel der Europäischen Union. In der Wirklichkeit geht es hier nicht um eine Entschädigung. Das sind eigentlich die Angaben der Milchproduzenten, die dann schon anerwähnte. Schauen Sie mal, 1 Million Tonnen Molaka von Milch gibt uns 1 Milliarde Hryvnia Haushaltseinnahmen. Und wir haben dann unsere Produktion um 4 Millionen Milch steigern. Und das bedeutet, dass wir 9 Milliarden Hryvnia zurück in den Haushalt bekommen. Und die Entwicklung der Milchproduktion, der Tierproduktion, das ist auch ein Motor für die Wirtschaftsentwicklung. Was brauchen wir, um diese Kennwerte zu erreichen? Die Ukraine soll dann so ein kombiniertes Modell wählen. Wir haben schon Herrn Leschenko gehört, wie unsere Visionen, unsere Vorstellungen fallen auch mit den Vorstellungen und Gedanken des Ministers zusammen. Wir müssen dann sowohl in die Industrielle, in diese Großfarmbetriebe investieren, aber auch wir müssen auch unsere Farmbetriebe, Familienfarmbetriebe fördern. Und die Ukraine hat dafür alle notwendigen Möglichkeiten und Voraussetzungen, sowohl menschliche als auch klimatische, als auch wir haben alle notwendigen Ressourcen, um diese Kennwerte zu erreichen. Und wie wird die Ukraine in Zukunft sehen? Und zwar die Milchproduktion in der Ukraine. Also Milchproduktion 11 Millionen, Milchverarbeitung 9 Millionen, Rinderbestand 1,75 Millionen. Und als Beispiel habe ich auch die Niederlande gezeigt, weil sie dann auch in so eine ähnliche Situation mit dem Rinderbestand haben. Aber die Milchproduktion ist da bei ihnen viel höher. Und insgesamt haben sie nur 53 Betriebe. Das ist auch kein
können, wäre dafür, dass wir auch so eine Konzentration brauchen, um Kapazitäten zu steigern. Und diese Kapazitäten geben dann die Möglichkeit, der Milchbranche besser zu funktionieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Czangarowski. Vielen Dank, dass Sie uns auch diese Perspektiven darstellten. Das ist eine Frage an Sie. Zu Ihrem Verband kommen ja auch diese potenziellen Investoren, die vielleicht auch in die Ukraine kommen möchten, weil sie hier große Potenziale sehen. Haben Sie schon mit Ihnen kommuniziert, auf welche drei Faktoren würde Sie in erster Linie hinweisen, warum die Ukraine in der Milchproduktion, in der Verarbeitungsproduktion für große Investitionen, für große Milchverarbeiter interessant sein wäre? Erstens, der Binnenmarkt der Ukraine wird heute unterschätzt, was Milchverbrauch angeht. Die Ukraine benimmt dann so gehört dann zu 30 führenden Ländern. Und wir haben da bestimmte Kennwerte, dass jeder Bürger 380 Liter Milchprodukte verbrauchen soll und wir haben jetzt nur 200. Und wir haben hier ganz große Potenziale auf dem Binnenmarkt. Man kann auch in diese Potenziale investieren. Die Ukraine war also immer exportorientiert. Nur im letzten Jahr importierten wir also diese Milchprodukte. Und 123 Millionen haben wir jetzt so Defizit in der Handelsbilanz der Ukraine. Im Vorjahr wurde in die Ukraine 297 Millionen Dollar im ausländischen Milchprodukte eingeführt. Und das auch der zweite Faktor, der auch das Potenzial des Binnenmarktes demonstriert. Das sind diese fast 300 Millionen Dollar, das sind eigentlich das Potenzial, das auch mit der einheimischen Produktion und Herstellung ersetzt werden kann. Die Ukraine gehört da früher auch zu den entwickelsten Ländern in der Milchproduktion und wir haben hier auch Fachpersonal dafür, um die effiziente Wirtschaftlichkeit und insgesamt zu sichern. Aber dafür brauchen wir drei Bestandteile: Idee, Personalressourcen und schon später schon Finanzenressourcen. Wir hatten in der Ukraine sehr viele Ideen. Anna hat es auch dargestellt. Es ist so genossenschaftliche Milchverarbeitung, so das, was heute überall in der Welt vorhanden ist. Und wir können auch als Beispiel Frontiere, als Beispiel aus den Niederlanden, aus Kalifornien, oder wir können als Beispiel als Latina Friesland nehmen. Das sind eigentlich die Potenziale, die gemeinsam mit den Milchproduzenten also umgesetzt werden können. Ich glaube, dass Ihre Botschaft, dass die potenziellen Investoren Ihre Botschaft gehört haben. Wir hoffen, dass Sie das Nutzen davon ziehen, um wirklich in die Ukraine zu kommen und diese Potenziale auszuschöpfen, die noch vorhanden sind. Und dann würde ich vorschlagen, um dieses Thema abzuschließen, abzurunden, würden wir Herrn Cornelien Zachusinko einladen. Er vertritt hier einen Milchbetrieb und dann sehen wir die ganze Hierarchie von der Milchproduktion. Ich entschuldige mich beim Herrn Kreinig, aber am Ende machen wir so eine ganz schöne Schlussfolgerung zur Milchproduktion in der Ukraine. Herr Cornelius, bitte schön, Sie arbeiten ganz aktiv mit dem Verband der Milchproduzenten zusammen. Seit vielen Jahren sind Sie auch in der Ukraine tätig. Es wäre auch interessant, Ihre Erfahrungen zu hören. Die Erfahrungen von einem Investor, der in die Ukraine gekommen ist, der hier in der Ukraine tätig ist. Was würden Sie unserer neuen Regierung, unserem neuen Minister raten, was soll unbedingt berücksichtigt werden, damit sich die Tierproduktion in der Ukraine gut entwickeln könnte? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hören Sie mich gut?
Hören Sie mich gut, oder? Ja, alles gut. Ah, okay, danke. So, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Interesse hier ist, um daran teilzunehmen, ist, dass ich auch wie andere Teilnehmer auch gerne die Milchviehsektor in Ukraine entwickeln möchte. Weil das ist auch gut für uns selber, weil wir da die ganze professionelle Infrastruktur brauchen und auch die Abnahme. Ein bisschen Hintergrund über unseren Betrieb. Wir sind seit 2001 hier in der Ukraine. Der nächste Slide bitte. Wir haben da 15.000 Hektar Ackerbau, 350 Hektar Zwiebeln, Möhrrüben mit Tröpfchenberegnung. Kann ich die nächste Slide kriegen, bitte? Und wir haben 400 Sauen und 1600 Milchkühe plus Jungvieh. Und die Planung ist, dass das 3500 Milchkühe werden. Kann ich bitte die nächste Slide kriegen? Ja, wir für Ackerbau braucht man ja relativ wenig Mitarbeiter und viele Arbeitsplätze ist halt schwierig zu managen, aber ist für uns wichtig, weil wir damit für uns und für unsere Umgebung ein gutes Einkommen und Stabilität erschaffen. Und jetzt zu unseren Kühe, die haben wir seit 2006. Kann ich bitte die nächste Slide kriegen? Nochmal nächste. Ja, 2006, so sind wir angefangen mit 4 Liter pro Kuh pro Tag. Und letztes Jahr hatten wir 37 Liter pro Kuh pro Tag mit 1600 Kühe. Die nächste Slide bitte. Ja, nochmal die nächste. So, das ist jetzt, wie unser Kuhstall aussieht. Nochmal die nächste Slide. Das ist unser 80 Stand Milchstall. Und die nächste Slide. So, dieses Jahr sind wir zurück auf 32 Liter, weil, wie Hanna Labrinuk auch schon gesagt hat, war ein sehr, sehr trockenes Jahr letztes Jahr und unsere Maisqualität ist eigentlich sehr schlecht. Es sind kaum Kolben da drin, so deswegen ist unsere Produktion runtergefallen. Die letzten 15 Jahre haben wir Milchpreise gehabt von 17 bis 50 Cent. Und jetzt ist es mehr oder weniger stabil zwischen 28, 29 und 35 Cent pro Liter. Der Kostpreis von unserer Milch ist jetzt so zwischen 25 und 28 Cent. Und ich denke, wenn alles fertig ist und wenn alles optimal läuft, dann können wir so Richtung 23 Cent pro Kilo schaffen. Wir liefern unsere Milch nach Morokia. Das ist ein sehr guter ukrainischer Milchverarbeiter in Ternopil. Wir sind auch Mitglied der Verband der Milchviehbauer, ABM, von Hanna Lavrinyuk. Und wir arbeiten jetzt zusammen auch mit der Weltbank, mit IFC, an Entwicklung und Investitionen in den Milchviehsektor. Und damit denke ich, dass eigentlich nachhaltige Entwicklung und Aufbau der Milchviehsektor in Ukraine sehr gut möglich ist. Wir mit unseren Betrieben machen das oder jedenfalls versuchen es. Wir haben zwar schwere Zeiten gehabt, zum Beispiel mit den 17 Cent pro Liter und jetzt ist es auch nicht einfach mit teurem Futter und schlechtem Mais. Aber solche Probleme, denke ich, gibt es überall in der Welt. Wir haben mittlerweile mehr als 10 Millionen Euro investiert in unsere ganze Anlage und wir brauchen uns ungefähr noch 10 Millionen Euro, um es fertig zu machen, bis 3500 Milchkühe. Die nächste Slide bitte. Ähm,
Und da kommen wir natürlich zum Thema, wie schaffen wir das? Und mit wir meine ich nicht nur unseren Betrieb, sonst eigentlich alle Bauern in Ukraine, weil eigentlich Land und Hofstellen und Wasser und alles ist eigentlich da. Nächste Slide bitte. Und das ist ganz einfach. Man braucht nur billige und langfristige Kredite, gute Berufsschulung und stabile Politik, stabile Regierung, stabile Staatsverwaltung. Aber leider haben wir davon fast keins. Aber der Aufbau von diesen Sachen ist sehr wichtig und ist eigentlich die Verantwortlichkeit von jedem, der in der Ukraine wohnt, arbeitet oder investiert. Und ich denke teilweise auch von Europa in Deutschland als gute Nachbarn. Förderprogramme sehe ich eigentlich nicht so als Lösung, weil die sind gut für Korruption, vielleicht speziell hier in Ukraine. Und riesen Agrarholdings von 100.000 oder 700.000 Hektar mit Büros in Kiew haben meiner Meinung nach auch nicht die Zukunft. Deutschland und Europa könnten oder sollten eigentlich daran arbeiten, dass hier für normale Landwirte, die auf dem Hof oder ins Dorf wohnen, leben und arbeiten, dass da langfristige billige Kredite verfügbar werden. Und unser Verband von Milchviehbauern macht das schon mehr als 10 Jahre richtige Schritte in Schulung und Kenntnisunterstützung und Übertragung und brauchen dazu eigentlich auch noch mehr Unterstützung. Und der neue Agrarminister ist auch mein guter Nachbar, der hat Mut, ist begeistert und hat richtige Ideen. So, ich denke, dass das auch sehr gut hilft. Und wir Milchviehbauer, jedenfalls wir und auch meine guten Kollegen investieren weiter in der Milchvieh. Und ich teile und wir teilen eigentlich auch gerne unsere Erfahrungen. So herzlichen Willkommen. Und für Milchverarbeitung sehe ich da, kann ich auch den nächsten Slide bekommen eigentlich? So, das ist über der AWM. Nochmal der nächste Slide. Wir eine kooperative Milchverarbeitung sehe ich eigentlich auch in Zukunft. Wir arbeiten schon teilweise mit Molokia zusammen an der Vermarktung. Und in Zukunft sehe ich, dass da viele mehr Bauern irgendwann so eine Zusammenarbeit teilnehmen. Und da sehe ich dann, das ist ein Teil wieder von der Lösung. Und der nächste Slide bitte. Hoffentlich kommen wir da, wie man hier in Ukraine sagt, in der Schokolade und nicht, wie man in Deutschland sagt, in der Scheiße. Herzlichen Dank. Дуже дякуємо вам, дякуємо за цікаву доповідь. Interessanten Vortrag. Ich hoffe auch sehr, dass alles in Schokolade wird und dass wir auch sehr gute Milchprodukte haben. Sie haben ein gutes Beispiel angeführt und nicht jeder Landwirt kann darauf stolz sein. Also wenn auf seinen Produkten auch sein Bild abgebildet ist und auch mal damit auch selbst dabei damit zu identifizieren ist, darauf kann man wirklich stolz sein. Wir arbeiten schon vielen Jahren in der Ukraine und trotz aller Probleme, oder Sie arbeiten seit längerer Zeit in der Ukraine, Sie bauen es wieder nach wie vor aus. Also wenn Sie 3 Punkte mal nennen könnten für Ihre Kollegen aus anderen Ländern, die daran interessiert sind, in die Ukraine zu kommen, was sollen Sie befürchten, was sollen Sie beachten? Oder andersrum, also worauf sollen Sie vorbereitet sein, wenn Sie in die Ukraine kommen, um dann wirklich keine Angst zu bekommen, sondern genauso wie Sie hartnäckig zu arbeiten und solche Erfolge zu erzielen wie Sie selbst. Was würden Sie Ihnen empfehlen? Das, wie Sie sagen, man braucht keine Angst haben. Hier in der Ukraine wohnen eigentlich auch normale Leute.
Und man muss sich offen stellen für andere Kultur. Das ist, denke ich, ja, flexibel sein, zusammenarbeiten mit anderen Leuten, Kontakt suchen, zum Beispiel mit AWM oder anderen Verbänden. Sie können auch alle zu mir kommen. Ich teile auch gerne meine Erfahrungen. So, aber das Wichtigste ist, keine Angst haben, Geld investieren langfristig, weil ich sehe da ein Riesenpotenzial, speziell in der MIFI-Erhaltung. Чудово, дуже дякуємо. Я думаю, що це... Dankeschön auch dafür. Ich glaube auch, ganz wichtig ist, dass der Mensch, der über längere Zeit in der Ukraine tätig ist, trotz schwierigen Bedingungen auch weitere Potenziale sieht und auch, dass diese Potenziale auch zu nutzen sind und nicht unbedingt so mit der staatlichen Förderung. Das ist ebenfalls ein interessantes Ding, das wahrscheinlich nicht jeder deutsche oder europäische Landwirt man also teilen würde. Aber nichtsdestotrotz heißt es, dass für die Ukraine, dass in der Ukraine noch mehrere Möglichkeiten gegeben sind, die nur zu nutzen gelten. Und wir glauben, dass es noch viele Interessenten dabei sein können, die sie auch nutzen werden. Und wir kommen zu unserem abschließenden Vortrag. Wir möchten uns jetzt mal also mit einem Unternehmen bekannt machen, das seit vielen Jahren in der Ukraine tätig ist. Die arbeitet in verschiedenen Bereichen. Wir haben auch mal über die Schweinezucht heute gehört, über die Milchproduktion, Milchviehproduktion, Rindproduktion gehört. Ich glaube, in all diesen Schwerpunkten das Unternehmen Josera Ukraine schon große Erfahrungen gesammelt. Und ich bitte zum Wort den stellvertretenden Leiter Josera Ukraine GmbH, Herrn Pavlo Kreinik, zum Wort. Herr Pavlo, ich glaube, Ihre Erfahrungen werden sehr interessant sein, insbesondere für potenzielle Investoren, für Unternehmen, die sich überlegen, ob es sich lohnt, in die Ukraine zu kommen, in diesen schwierigen Zeiten. Ja, vielen Dank, Maria. Schönen guten Tag allerseits. Ich danke den Organisatoren für die Einladung und sehr gute Organisation dieser Veranstaltung. Das Unternehmen Josera Ukraine. Also erstmal ganz kurz über unser Unternehmen, zu unserem Unternehmen. Wir sind ein Teil eines Familienunternehmens aus Deutschland. Unsere Marken sind Josera. Das sind dann Produkte für Tierproduktion, also auch Ersatzmilchstoffe und Konservanten. Aktivpro, das ist mal so eine neue Marke für die Schweinzucht. FarmChamps, das ist die Unterstützung der Landwirte bei der Erlangung von besseren Ergebnissen unter Einsatz von modernen Technologien. Erbacher Food Intelligence, das ist ein Unternehmen, das viele Lösungen bietet, um die Produkte gemäß den Wünschen des Kunden zu erzielen. Und Greensee, das sind dann hochqualitative Futtermittel für Haustiere. Sie sehen da viele Unternehmen, und das Familienunternehmen Josera konzentriert sich auf Nahrungsmittel für Leute, für Tiere, Futtermittel für Tiere. Dabei verfügen wir über große Erfahrungen. Das Unternehmen von heute, das ist ein Unternehmen in der dritten Generation, 80 Jahre Erfahrungen in der Tierfütterung und Absatzmärkte in über 60 Ländern. 600 Mitarbeiter weltweit, zwei moderne Werke, einmal in Deutschland, in Kleinholbach und einmal in Polen, Nowy Tomyśl. Was die Ukraine angeht, in der Ukraine werden die Produkte Josera seit 2008 präsentiert. Seit 2008 sind wir in der Ukraine mit der Firma Ukraine Josera vertreten, wobei unsere Produkte noch schon früher mal auf den Markt kamen.
Unser Portfolio, das sind Milchersatz für Kälber, weiter diese Vormischungen für Schweine und auch Vieh und auch Spezialprodukte, Sonderprodukte für Vieh und Schweine, sowie auch biologische Silage-Inokulanten. Das Thema der heutigen Diskussion heißt ja moderne Tierproduktion und Investitionspotenziale für die Ukraine. Und da stand auch so eine Frage, Herausforderungen für ausländische Investoren und Unternehmen. Wir haben hier die wichtigsten aufgezählt. Also das sind immer wieder diese Währungsschwankungen, die kaum zu prognostizieren sind. Diese Währungsschwankungen entspricht eigentlich den Prognosen von unseren Finanzfachkräften, die sie auf Grundlage der Vorperioden für die Zukunft machen. Und diese Währungsschwankungen sind unprognostizierbar, obwohl wir auf unseren Prognosen unsere Pläne bauen. Das ist hier ziemlich kompliziert, damit zu arbeiten. Weiterer Punkt, unstabile Situation im Osten der Ukraine. Der Konflikt ist da und das ist auch die Quelle der allgemeinen Unsicherheit in der Ukraine. Und auch, das ist auch so ein Abschreckungsfaktor. Und zwar unvollständige praktische Umsetzung der verabschiedeten Gesetze. Bei uns werden dann viele verschiedene Gesetze verabschiedet, aber die sind ganz schön. Aber in einigen Fällen werden dann die Gesetze verabschiedet, aber das Umsetzungssystem funktioniert gar nicht oder gar nicht aufgebaut wird. Als Beispiel können wir auch das Gesetz über hygienische Reinheit der Futtermittel nennen. Es gilt eigentlich seit August 2019, aber es ist bis heute nicht ganz verständlich, wie es umzusetzen ist, was, wie, wo wir unsere Futtermittel registrieren können, die ein oder andere Futtermittel, die in die Ukraine eingeführt werden können. Und ich weiß, dass viele Unternehmen jetzt ihre Produkte nicht einführen können. Weiter bürokratische Hürden bei den Genehmigungsdokumenten, das erwähnte auch Roman Leschenko, Herr Minister, das haben auch die Vorrednerinnen und Vorredner erwähnt. Das sind auch mit verschiedenen Aspekten verbunden, mit Gas, Stromversorgung. Auch vor 2 Jahren dachten wir, so ein Logistikzentrum und Bürozentrum in der Ukraine zu bauen. Und wir haben dann mit vielen deutschen Betrieben gesprochen, die erfolgreich in der Ukraine tätig sind. Und alle haben dasselbe wiederholt. Das sind bürokratische Hürden bei diesen Genehmigungen. Und soweit ich das weiß, da gibt es hier da keine großen Veränderungen leider. Wozu gehört niedriges Vertrauen, ein Vertrauensniveau der Kunden zu den ukrainischen Produkten? Das sagen unsere Kunden, die mit denen wir im Kontakt seit 2008 in Kontakt sind, dass unsere stabilen Kunden. Es gab auch Fälle, dass wenn sie uns ganz direkt sagten, wenn ich jetzt eine Produktionsstätte in der Ukraine aufbauen würde, dann bin ich auch nicht sicher, dass das auch vertrieben werden kann, weil alle dann sicher sind, dass das Verfahren nicht eingehalten wird und dass die Qualität schon ganz anders ist, als wenn das alles in Deutschland oder im Ausland hergestellt worden wäre. Und in diesem Kontext sollte man wirklich an der Verbesserung des Images der Ukraine arbeiten, an der Verbesserung der Handelsmarke Made in Ukraine, müssen auch so ein Branding für die ukrainische Herstellung aufbauen, sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf den ausländischen Märkten. Und wir haben da sehr viel Arbeit. Aber trotzdem bin ich absolut sicher, dass sich die
die Situation stabilisiert. Und ich bin absolut sicher, dass wir das alles gut sein wird. Und ich rufe alle potenziellen ausländischen Investoren auf, investieren Sie in die Ukraine. Sie ist dessen wert. Vielen Dank, Herr Kreinig. Einige von diesen Investoren können auch als ihre Partner sein, aber auch ihre Konkurrenz sein. Aber solche Aufrufe, solche Ansprachen zeigen auch diese Sicherheit und hohe Positionen des Unternehmens Kyocera auf dem ukrainischen Markt. Und dieses Unternehmen genießt auch das Vertrauen auf dem ukrainischen Markt. Und ihre Kunden, ihre Verbraucher haben sich schon mehrmals überzeugt, dass ihre Produkte, auch hochwertig sind, die auch, denen auch alle vertrauen. Und wir hoffen, dass sie dann, wenn sie sich weiterentwickelt und vielleicht kommen ihre Produktionskapazitäten wieder in die Ukraine, dass unter der Förderung unserer neuen ukrainischen Regierung, damit sie diese, wir hoffen, dass diese bürokratischen Hürden überwunden und aufgelöst wurden und dann können sie sich dann weiter den Standort Ukraine entwickeln. Vielen Dank, dass Sie sich an das heutige Treffen angeschlossen haben. Ich glaube, die Botschaften, die heute ausgesprochen wurden, die kamen bestimmt ans Ministerium, das neue Ministerium. Herr Minister hat sie dann sicherlich gehört und wir hoffen, dass unsere Tierproduktion mit der Arbeit des neuen, des wiederaufgebauten Ministeriums zufrieden sein wird. Und ich möchte an dieser Stelle Ihnen danken. Danken für Ihre aktive Teilnahme. Für die Fragen in unserem Chat, ich danke auch an unsere Redner für ihre ganz interessanten Berichte. Ich möchte mich für bestimmte technische Störungen entschuldigen, aber wir lernen ja alle mit und bei dem nächsten Treffen können wir das alles noch berücksichtigen. Wir haben heute auch gehört, dass die deutsche Seite das auch weiter unterstützt, weiterentwickelt, mit unterstützt. Wir wissen das zu hoch zu schätzen und wir hoffen, dass wir diese Unterstützung auch in der Zukunft bekommen. Und was den, wir haben auch gehört, was die wirtschaftliche Lage angeht, was die psychologische Situation angeht, diese Frage der Bodenmarkteröffnung muss auch in der nächsten Zeit gelöst werden. Aber wir haben auch über viele Probleme gehört, die insgesamt zur Agrarwirtschaft nicht gehören, wie zum Beispiel diese Währungsschwankungen, das gehört nicht zur Agrarwirtschaft und das müssen wir auch verstehen. Und wir hoffen, dass durch die Transparenz, durch die Zugänglichkeit der Informationen unser Agrarsektor einen weiteren Anstoß für die Entwicklung bekommt. Und wir tragen dazu bei. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lade alle ein, potenzielle Investoren, einfach Interessenten. Wir laden Sie alle ganz herzlich in die Ukraine ein. Herzlich willkommen. Unser Agrarsektor hat sehr große, enorme Potenziale. Unter Ihrer Beteiligung, unter Ihrer Unterstützung können wir dann diese Potenziale ausschöpfen und wir freuen uns auf Sie in den nächsten Veranstaltungen des deutsch-ukrainischen agrarpolitischen Dialoges. Alles Gute.